Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Lars Kors und Sie herzlich willkommen zum dritten Gesundheitsdialog Nordwest der Trägergesellschaft Kliniken Aurich, Emden, Norden. Kinofans kennen ja wahrscheinlich noch von früher den Film Über den Dächern von Nizza. Nun haben wir mal das große Glück, über den Dächern von Norden auch zu sein und diese Diskussion hier zu führen. Ich darf Sie als Geschäftsführer der Trägergesellschaft zu mir bitten mit ein paar einleitenden Worten. Ja, Herr Kors, vielen Dank für die freundliche Anmoderation, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch im Namen meiner Kollegin, Frau Dr. Gesang und des Teams der Trägergesellschaft herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich zu diesem, wie ich denke, spannenden Thema auf den Weg gemacht haben. Der Schulleitung herzlichen Dank für die Gastfreundschaft heute Abend, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Und offen gesagt, Herr Kors, bin ich sehr gespannt, wie unser Podium heute diskutieren wird. Auch, dass dafür kommen wir aus dem Krankenhaus. Auch bin ich gespannt auf die Frage, die ja vielleicht aufkommt, gibt es einen Zusammenhang zwischen der niedergelassenen Versorgung, der ambulanten Versorgung durch niedergelassene Ärzte auf der einen Seite und der Attraktivität der Funktion von Krankenhäusern auf der anderen Seite. Ich bin mir sicher, dass das Thema angerissen wird und insofern wünsche ich uns und Ihnen viel Freude an diesem Abend. Dankeschön. Herzlichen Dank, Klaus Eppmann, der Geschäftsführer der Trägergesellschaft. Meine Damen und Herren, diese Podiumsdiskussion haben wir mit der dramatischen Überschrift versehen: Ich finde keinen Hausarzt. Es geht also um die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Es ist ja schon ein offenes Geheimnis, dass die ärztliche Versorgung in den ländlichen Regionen Niedersachsens in den nächsten Jahren zu einem Versorgungsnotstand führen kann, wenn wir nicht entschlossen handeln. Das ist ein Zitat einer Frau, die auch aus dem tiefen Nordwesten Niedersachsens stammt, nämlich von Johanne Modder, die SPD-Fraktionschefin im Niedersächsischen Landtag ist. Und diese Einschätzung beruht auf der Tatsache, dass 350 Arztsitze, im Grunde genommen sind es sogar über 350 Arztsitze in Niedersachsen unbesetzt sind und 1000 Ärzte in den nächsten 5 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand wechseln werden. Was also kann getan werden, um die ärztliche Versorgung auf dem Land auch in Zukunft gewährleisten zu können? Darüber reden wir heute Abend in der Conneros-Schule hier in Norden. Wir, das sind in diesem Fall Birgit Konietzka, sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin in Hage und Vorsitzende des Bezirksverbands Aurich des Hausärzteverbandes Niedersachsen. Moin und einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, moin. Ich freue mich auch. Dann haben wir dabei Dr. Lutz Bockelmann. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Timmel und Vorsitzender des Ärztevereins in Aurich. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Aus Oldenburg zu uns gekommen ist Professor Dr. Hans-Gerd Notwang, Dekan an der Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften an der Uni in Oldenburg. Schön, dass Sie den Weg auf sich genommen haben. Ich hoffe, Sie sind gut durch den Regen gekommen. Ja, bin ich gut gekommen. Ich glaube, man hört auch nicht so ohne Mikrofon. Ja, von mir aus ein herzliches Moin Moin. Ja, hier sagt man eigentlich nur Moin. Nur die Sabbelheidis sagen Moin Moin. Gut, schön, dass Sie da hierher gekommen sind. Dann dabei auch Maike Ackermann, mit dem Fahrrad hierher gekommen, eine Norderin. Sie ist Assistenzärztin an der Oboimius-Klinik hier und erste Stipendiantin der UIK, zunächst Gesundheits- und Krankenpflegerin an der UIK und dann studierte sie und jetzt als Ärztin in der Anästhesie tätig. Kurz zusammengefasst. Moin. Ja, ein Applaus wert. Das ist wirklich eine tolle Karriere. Und Dr. Henrik Faust ist auch zu uns gekommen, Chefarzt der Allgemeinchirurgie am Klinikum Emden, ärztlicher Direktor des Klinikums in Emden. Herzlich willkommen auch Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Moin. So, es gibt eine aktuelle Lage, so möchte ich es mal beschreiben. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsens, kurz KVN, die hat nämlich einen sehr genauen Überblick über den aktuellen Stand und die wahrscheinliche Entwicklung auch der Versorgung hier bei uns im Land, wenn es um niedergelassene Allgemeinmediziner geht. Wir haben uns das mal angeguckt in der Vorbereitung. In Aurich sieht die Versorgung super aus. 102,4, das heißt also die über 100% sind erfüllt. Es gibt keine Unterversorgung, auch keine drohende Unterversorgung. In Emden sieht es genauso toll aus. Norden sieht es auch klasse aus. Soweit also die Statistik. Ich will es mal so formulieren, Frau Gunjetzka, haben wir das falsche Thema gewählt? Es gibt gar kein Problem? Ich fürchte, es liegt eher daran, dass die Berechnungsgrundlagen veraltet sind.
Wir haben heute viel mehr Aufgaben als früher und wenn ich richtig informiert bin, stammen die Berechnungsgrundlagen aus den 70er Jahren. In der Zwischenzeit ist die Bevölkerung aber viel älter geworden und die Ärzte müssen auch viel, viel mehr Aufgaben erfüllen als früher. Aber wem nützen denn die Zahlen? Die Zahlen rechnen statistisch vor, wie viele Ärzte festgelegt benötigt werden, um die Bevölkerung zu versorgen. Das entspricht aber kaum noch dem aktuellen Versorgungsstand. Es gibt eine aktuelle Studie zum Beispiel aus den USA, wenn man die Zahl der Hausärzte steigert um eine bestimmte Prozentzahl, genaue Zahlen könnte ich bei Bedarf liefern, dass dann die Lebenserwartung der Einwohner steigt. Und früher haben viele Hausärzte zu einer Zeit, als die Medizin noch nicht so verdichtet war wie heute, viel weniger Aufgaben erledigen müssen und dann auch mehr Patienten behandeln können. Heute ist das Wissen in der Medizin und die technische Weiterentwicklung so stark gestiegen, dass wir eigentlich viel, viel mehr Ärzte brauchen. Ich denke, 50% könnte man aufschlagen auf die Bedarfssumme, die da festgelegt ist, wenn man eine wirklich gute Versorgung abbilden möchte. Herr Dr. Bockelmann, was sind denn das für Aufgaben, die jetzt neu hinzugekommen sind, von denen Frau Konietzka gerade erzählte, aus Ihrer Sicht? Also ich, mit dem Mikro ist vielleicht am angenehmsten. Also ich glaube, am deutlichsten werden die gestiegenen Aufgaben und Anforderungen an jetzt Hausärzte darin deutlich, dass die Liegedauern in Krankenhäusern zum Beispiel deutlich verkürzt sind. Unser Chef, damals in meiner Ausbildung, der hat uns noch erzählt, dass wenn ein Patient mit Herzinfarkt, nicht wahr, Bild einer schweren Erkrankung im Krankenhaus war, dann waren das 3 bis 4 Wochen. Das war das Normale. Der kannte sogar noch so etwas wie das alte, dass die Ärzte damals also tatsächlich Blutwerte bestimmt haben und sogar noch gewartet haben, bis der entzündliche Prozess des Herzens abgeklungen war, dann ging jemand nach Hause. Wir selber haben dann erlebt in unserer Ausbildung, dass die Zeit schon deutlich kürzer wird und heutzutage ist jemand mit Herzinfarkt fast gar nicht mehr im Krankenhaus. Er lebt das vielleicht gar nicht mehr. Nichtsdestotrotz ist er noch genauso krank. Er hat noch genauso einen Herzinfarkt durchgemacht wie vorher, aber er ist mit all dem, was jetzt zu tun ist, bei mir in der Praxis oder bei Birgit in der Praxis und fragt uns. Und wie können Sie das auffangen, personell? Naja, wie wir es auffangen können, müssen Sie vielleicht nicht so sehr uns fragen, weil wir sind ja eher so ein bisschen manisch und sagen, wir machen das ziemlich klasse. Aber fragen Sie unsere Patienten, wie wir es machen. Also die Arbeitsbelastung ist auf der einen Seite größer geworden. Ist das auch möglicherweise ein Argument dafür, dass es so wahnsinnig schwer ist, gerade auf dem Land als Patient überhaupt noch einen Hausarzt zu finden, gerade wenn man so nach Norden gezogen ist? Sie meinen wegen der Arbeitsbelastung eines Arztes? Ja, dass man Arztes überhaupt gar keine Chance hat, als Patient mehr unterzukommen. Also ich glaube, da verschränken Sie so ein paar Themen miteinander. Also zunächst mal glaube ich wirklich, und das erlebe ich auch, die Arbeitsbelastung, also unsere Aufgaben, die wir haben, die sind ausgesprochen attraktiv, das macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist ein großartiges Fach und eigentlich bilden wir für uns genau das ab, weshalb jemand Medizin studiert. Diese Arbeitsbelastung, die wir auch haben, die schrecken keinen einzigen unserer Studierenden, jedenfalls die zu uns kommen, schrecken die nicht ab. Die jungen Leute sind nicht bange vor Arbeit. Das ist mal das eine. Das zweite ist, ja, vielleicht ist diese Überlegung richtig, vielleicht ist es so, dass die Allgemeinmedizin ein sehr anspruchsvolles oder vielleicht sogar ein hochanspruchsvolles Fach geworden ist. Und naja, wer will es dann auch angehenden Ärztinnen und Ärzten nachsehen, auch nach Fächern zu schielen, die vielleicht ein bisschen praktischer sind. So. Also so für Work-Life-Balance oder sowas. Das ist ja erstmal so nichts Böses. Aber um zurückzukommen auf die relativen Belastungen oder um das zurückzukommen auf das Management, wie können wir Patienten versorgen? In Niedersachsen versuchen wir es derzeit so. Wir haben etwa ein Verhältnis im Bereich der Medizin außerhalb der Krankenhäuser in etwa ein Verhältnis von 60% spezialistischer Fachärzte, also Hals-Nasen-Ohrenärzte, Kardiologen, Nephrologen und so etwas und 40% hausärztlicher Fachärzte. Dieses Verhältnis gehörte eigentlich, würden wir denken, umgedreht, um einen ersten Schritt machen zu können in die Richtung, die Birgit gerade vorschlägt. Nun bleibt es aber bei der Aussage und bei der Erkenntnis, dass wir absehbar ein ganz großes Problem haben, Landarztpraxen, so möchte ich sie einfach mal über den Daumen bezeichnen, wirklich auch besetzen zu können mit Nachfolgern. Woran liegt denn das eigentlich aus Ihrer Sicht, Herr Professor Notwang? Sie bilden ja nun in Oldenburg angehende
auch Landärzte aus. Warum ist das für Studenten noch nicht so attraktiv, dass sie überzeugend sagen, ja, genau diesen Weg begehen wir? Ich würde da erstmal zunächst Herrn Bockelmann ergänzen. Die jetzige Generation hat zum einen ganz allgemeine andere Work-Balance-Einstellung, die Life-Balance-Einstellung. Die möchte letztendlich schon familiengerechtere Arbeitsbedingungen haben. Das ist das Erste, was wir aber ganz allgemein feststellen bei den Studierenden über die verschiedenen Disziplinen und so weiter hinweg. Das hat jetzt nicht mit den Medizinern und Medizinerinnen spezifisch zu tun, sondern. Also Work-Life-Balance, ganz klar. Leben, Freizeit. Naja, sozusagen, es ist einfach vielleicht eher, würde ich sagen, die Annäherung an einen 40-Stunden-Tag. Denn wir reden da auch bei den Ärzten zum Beispiel weiterhin, auch bei der jungen Generation, wenn man die Daten nimmt, kommt man eben weiterhin auf eine Workload der unter 45-Jährigen auf ungefähr 48 Stunden pro Woche. Nur tatsächlich die ältere Generation ist noch bei 52, 53 Stunden. Das hat zumindest der Sachverständigenrat jetzt letzten Sommer festgestellt. Also sozusagen ist nur eine Annäherung an, würde ich mal sagen, an Bedingungen, die wir meisten auch normal anstreben. Auch wir möchten mal am Samstag, Sonntag unsere Ruhe haben. Das Zweite ist, die Medizin wird eben auch weiblicher und Frauen legen eben noch mal mehr Wert auf familiengerechte Bedingungen. Kinder möchten Kinder haben, möchten die Kinder auch erziehen etc. Auch das führt eben dazu, dass sich da einen Wandel abzeichnet und die eben nicht wirklich 60, 70 Stunden oder übers Wochenende auch immer verfügbar sein möchten, so wie das meine Kinderärztin zu meiner Kindheit immer da war. Wenn ich da samstags abends Mandelentzündung hatte, dann war die da. Das würde ich heute auch nicht mehr erwarten und das kann man, glaube ich, auch heute nicht mehr erwarten und Sie werden mir wahrscheinlich recht geben. Und das Dritte ist eben, dass die Jugend auch einfach schaut, auf die Gesamtkonstellation. Die möchte eine Infrastruktur haben, eben auch für ihre Kinder, die möchte eben Einkaufsmöglichkeiten haben, die möchte tatsächlich auch das kulturelle Angebot, das sie letztendlich von der Universitätsstadt über die 6 bis 12 Jahre Ausbildung, die sie hat, denn wir reden ja in der Medizin erstmal 6 Jahre Studium und dann kommen nochmal 6 Jahre Facharztausbildung und top drauf, also 12 Jahre, die meisten dieser Studierenden doch an einer größeren Stadt, angefangen von Oldenburg aufwärts, absolviert hat. Das prägt natürlich schon, da nehmen sie letztendlich auch kulturelle Erfahrungen mit und auf die möchten sie später auch nicht unbedingt verzichten. Und wir sehen daher auch einen Gradienten einfach von der Stadt. Allein schon Aurich oder Emden wird was anderes sein, als wenn sie jetzt wirklich nach Norden oder nach Werdum oder so wirklich da reingehen. Da werden sie einen Gradienten nochmal feststellen, weil ich habe gerade heute Nachmittag hatte ich ein Gespräch mit einem Arzt, weil seine Tochter bei mir gerade promoviert hat als Naturwissenschaftlerin. Heute war die Disputation und er hat gesagt, er wohnt in Nordenham, 45 Autominuten. Er kriegt dort keine Ärztin hin oder keinen Arzt, weil die wollen 15, 20 Minuten von Oldenburg entfernt, ist okay. Aber 45 Minuten bei aller Flexibilität der Arbeitszeit, die er ihnen anbietet, nein, ist ihnen zu weit zu fahren. Okay, das wäre so das Ammerland und der Kreis Oldenburg, ein bisschen Wesermarsch, das ging noch gerade, aber Nordenham auch als Stadt in der Wesermarsch schon zu weit weg. Das macht schon unattraktiver, sage ich mal so rum. Da muss man schon nochmal vermehrte Anstrengungen unternehmen, das ist auch nicht aussichtslos und es gibt ja auch wirklich, Kollegen und Kolleginnen, die sich dann dort auch niederlassen, aber man muss eben vermehrt Anstrengungen unternehmen. Die Prioritäten haben sich ganz einfach geändert. Würden Sie das sagen? Die Prioritäten der Studenten und Studierenden haben sich geändert? Das heißt, ja, also die Lebensqualität spielt eine größere Rolle für die Studenten heute? Ja. Diese Lebensqualität auch zu wahren, an die eigene Zukunft zu denken? Ja. Würden Sie das genau so sehen? Aber Herr Bockelmann kann sicherlich auch nochmal ausdrücken. Oh, die anderen Herrschaften auch. Herr Bockelmann, möchten Sie gleich was zu sagen? Ich würde da gerne noch was zu ergänzen. Gerne, jetzt gerne. Viele Ärzte, die sich niederlassen wollen, die haben auch eine Partnerschaft. Also die sind verheiratet und haben einen Mann oder eine Frau. Und die Zeiten, wo der Mann oder die Frau zu Hause bleibt und sich allein um die Kinder kümmert, die sind eigentlich auch vorbei. Sprich, die Partner suchen auch eine angemessene Beschäftigung und zwar nicht in irgendeinem Hilfsberuf, sondern in einem hochspezialisierten. Und da ist natürlich das Berufsangebot bei uns im Ländle auch nicht so aufgestellt, wie sich die
Ärzte das für ihre Partner vielleicht wünschen. Okay, das, wenn man das jetzt aber so weiter verfolgte, wäre das ja die Bankrotterklärung. Das ist einer der Gründe sicherlich dafür, der da sicherlich eine ganz gravierende Rolle mitspielt. Aber dennoch wollen wir natürlich versuchen, heute Abend ein bisschen herauszuarbeiten, was dagegen eigentlich getan werden kann, welche pfiffigen Ideen es möglicherweise auch gibt, gegen diesen Umstand, sage ich mal, oder gegen diese Entwicklung auch vorzugehen. Würden Sie denn eigentlich sagen, Herr Dr. Faust, dass es nicht schon alles viel, viel schlimmer gekommen ist, liegt auch daran, dass die Kollegen von Ihnen möglicherweise, die 70 und älter sind, einfach weitermachen aus einer Berufung auch heraus? Ärztliche Leben weiterführen. Wir tauschen mal eben ganz kurz das Mikrofon. Ja, aber leider können es die Zuschauer denn an den Tablets nicht mitbekommen. Die müssen dann Lippen lesen und das ist ein bisschen komplizierter. So ist besser? So, sehr viel besser. Jetzt kann man sie also auch rund um den Globus verstehen. Die Work-Life-Balance spielt eine große Rolle. Das heißt, das Interesse, so wie es bisher war, an Einzelpraxen, dass man sich als einzelner Arzt in einer allgemeinmedizinischen Praxis niederlässt, wird immer weniger, sondern es gibt schon Interesse bei den Studenten, sich auch niederzulassen, aber das wollen sie lieber in einer größeren Gruppe. Wie man das dann organisiert, als Gemeinschaftspraxis, als MVZ oder ähnliches, das sei dahingestellt. Aber sie wollen nicht mehr diesen alten Hausarzt, der alleine in der Praxis sitzt und als Einzelkämpfer sich um seine ganzen Patienten möglichst rund um die Uhr versorgt. Das ist ein Auslaufmodell, das will man nicht mehr. Also solche Praxen wie einst der Landarzt mit Christian Quadflieg ist veraltet. Das wird es in Zukunft nur noch sehr vereinzelt geben. Und wir müssen jetzt Strukturen schaffen, um dem gerecht zu werden. Das heißt, wir müssen das konzentrieren. Wir haben einen Ärztemangel, sowohl in der Klinik als auch im niedergelassenen Bereich. Und die einzige Chance, da rauszukommen, ist, das Ganze zu konzentrieren. Sowohl im niedergelassenen Bereich, dass man ambulante Zentren schafft, als auch in den Kliniken, dass man Kliniken als Zentren zusammenlegt, um mit weniger Ärzten praktisch das Arbeitspensum zu schaffen. Welche Erfahrungen haben Sie denn eigentlich gemacht? Da gebe ich doch mal die Frage an Frau Ackermann weiter. Wenn Sie so mit Kolleginnen und Kollegen im Gespräch sind, auch mit angehenden Ärzten, ist das häufig mit Vorbehalten versehen, wenn es darum geht, sich hier niederzulassen in der Region? Prinzipiell ja. Wenn ich habe in Hannover studiert, mich mit Kommilitonen unterhalten, aber aus Friesland, das ist ja am, da kommt man ja nirgendwo hin. ich habe aber viele Freunde mal auch hier hoch eingeladen, also man lernt sich ja kennen. Ich habe jetzt erst vor 2 Wochen meinen besten Freund mit Familie und Kindern hier gehabt, der ist in Chemnitz in der Klinik. Und dann fährt man mal so ein bisschen durch die Gegend und zeigt auch mal, was wir hier zu bieten haben. Der ist in Chemnitz und lästert über Ostfriesland. Nee, der lästert nicht. Ich hoffe, er guckt wahrscheinlich zu. Nein, was ich damit sagen will, ist, dass man manchmal auch die Region ein bisschen anpreisen muss. Also unsere Lobby ist dann sehr schlecht. Ne? Wir Ostfriesen seien stur. Das habe ich im Studium auch so kennengelernt, dass man sagt, was, du kommst aus Ostfriesland, du bist ja gar nicht so.
Das ist das eine. Das andere eben, wie gesagt, diese Gegend, wenn man die erstmal kennenlernt und auch lieben lernt. Mein Sohn sagt immer, Mama, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Mhm. Und so ist es ja auch. Und sicher viele junge Studenten sind an diese Großstadt gewöhnt und an das ganze kulturelle Angebot. Aber es gibt auch viele, die gerne an die See fahren zum Beispiel. Hier kann man surfen, hier kann man das Leben auch ein wenig ruhiger angehen lassen. Und für gerade Ärzte, die jetzt nicht gerade 20 sind, so wie ich, bin ja nun auch nicht mit 20 ins Studium gegangen, die schon Familie haben oder Familie gründen wollen, für die steht zum Beispiel auch unter anderem im Vordergrund, dass sie gar nicht ihre Kinder in der Großstadt großziehen wollen. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Meine Familie ist während des Studiums, also mein Mann und mein Sohn, hier im Norden geblieben und ich bin im Wohnheim hin und her gependelt, weil für uns gar nicht in Frage kam, dass der in der Großstadt groß werden soll. Und das darf man nicht unterschätzen und dafür muss man einfach auch mal ein bisschen mehr Werbung machen. Also eine ganz bewusste Entscheidung Ihrerseits. Ganz bewusste Entscheidung, hier zu bleiben und hier wieder zurückzukommen. Mhm. Ja. Wir haben jetzt viele Argumente von Ihnen gehört, Erfahrungswerte auch, die Sie gemacht haben, wenn es um niedergelassene Ärzte geht. Ich möchte mich hier einmal umhören im Publikum. Haben Sie schon einmal die Situation erlebt, dass es schwierig ist, einen Termin beim Hausarzt zu bekommen? Einen Termin beim Hausarzt zu bekommen. Dass jemand möglicherweise gesagt hat, ich kann Sie gar nicht mehr annehmen? Das war das Problem. Also wir sind 2014 hier nach in Ostfriesland gezogen und haben einen Hausarzt gesucht. Es war schwierig, einen zu finden. Ich habe glücklicherweise einen Hausarzt gefunden und bin, wie gesagt, auch darüber glücklich. Termine zu kriegen geht, aber wenn der eine oder andere Hausarzt krank wird, ausfällt, dann wird es ganz schwierig. Haben Sie denn eigentlich mal nachgefragt, woran das liegt? Bitte? Haben Sie nachgefragt, woran das liegt? An der Überlastung oder zu wenig Personal? Es sind zu wenig Ärzte da, zumindest gewesen jetzt hier in Hage speziell. Und gut, jetzt hat man in Großheide einen Hausarzt glücklicherweise gefunden und man hofft, dass es besser wird. Aber Hausärzte zu kriegen ist weiterhin schwierig und noch schwieriger ist es, einen Facharzt zu finden. Aber gut, ist ja jetzt nicht das Thema. Doch, das ist das Thema. Wir werden dieses Thema angehen. Wie schwierig ist es denn eigentlich, nicht nur einen Hausarzt zu finden, sondern was kann dagegen auch getan werden, gegen diese Entwicklung, die nun mal schon längst da ist. Mittlerweile. Eine Frage stellen. Gerne. Weil dieses Thema ist noch gar nicht gekommen. Die Digitalisierung in dem medizinischen Bereich. Die Tage gingen noch durch die Presse, dass der herkömmliche Hausarzt seinen Patienten vielleicht einmal sieht, weil wir das Argument haben, Zeitaufwand, dass er den einmal sieht und bei Schnupfen, Husten, Heiserkeit drückt auch die Tante Clara die Taste und redet mit dem Hausarzt vielleicht 5 Minuten. Werden die Ärzte ja auch entlastet. Dass wir diesen Punkt. Das ist die Telemedizin, die Sie ansprechen. Dass wir diesen Punkt auch mit einbringen. Finde ich eine gute Idee. Wenn Sie einverstanden sind, komme ich da im Laufe des Abends nochmal drauf zu sprechen. Ja? Sie haben noch einen Moment Zeit? Kriegen wir. Auf jeden Fall, den Punkt behalte ich im Hinterkopf. Tatsache ist aber auch, die rot-schwarze Regierungskoalition bei uns in Niedersachsen will schnelle Reformen im Gesundheitssystem, um den drohenden ärztlichen Versorgungsnotstand, vor allem im ländlichen Raum, zu verhindern. Da gibt es ja mittlerweile die sogenannte Hausarztquote, von der da die Rede ist. Es ist so, dass Björn Tümmler als Wissenschafts- und Kulturminister dem Ganzen sehr skeptisch gegenübersteht, ob eine solche Quote, eine Landarztquote tatsächlich sinnvoll ist oder nicht. Ich gebe diese Frage mal weiter an Sie, Dr. Wockelmann. Halten Sie das für richtig, eine Hausarztquote, damit wir hier vorankommen? Also da habe ich mit beiden drüber gesprochen schon. Und da gibt es tatsächlich auch in der niedersächsischen Landesregierung unterschiedliche Haltungen. Ich versuche ein paar Dinge dazu zu sagen, damit Sie das verstehen können, was ich als Hausarzt dazu denke. Zum einen bin ich ja ein Hausarzt, der auch Studierenden begegnet, die wir ausbilden, die wir im Studium begleiten dürfen. Und ich muss gestehen, aus dieser Erfahrung heraus bin ich kein Freund einer Hausarzt- oder Landarztquote, weil Studierende, und da kann ich mich ganz gut dran erinnern, sind zu Recht freiheitsliebend. Und wenn die hören, da soll ich was mit Quote machen, dann haben die schon latent das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da nicht zu irgendwas gegängelt werde. Und ich freue mich über jeden Studierenden, der sich frei macht. Und aber es kann ja auch sein, wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, dass man dadurch vielleicht auch genau die interessierten Studenten bekommt, die gleich zu Beginn ihres Studiums sich sagen, ich wollte schon immer mal nach Timmel.
Also der das sagt, den lasse ich am liebsten bei mir gar nicht rein. Weil der soll doch bitte sich mal den akademischen Wind seiner Universität um die Nase wehen lassen und er soll sich befruchten lassen von all dem, was ihm passiert. Er braucht ein unglaublich weitgehendes Wissen und er braucht ein tiefes akademisches Fundament. Und ohne das können wir nicht arbeiten. Nein, da bin ich ein großer Fan und Freund von Freiheit und da muss ich alle aus Friesen, ich bin selber aus Friese, da muss ich alle aus Friesen darum Entschuldigung bitten, da bin ich gegen Quote. Weil das ist eine Schwierigkeit auch der Vermittlung. Und Frau Ackermann hat es ja gerade schon angedeutet, wenn sie in Hannover nur sagte, Ostfriesland interessiert mich, dann drohte ihr ja schon unter Umständen der Ausschluss sozusagen. Ja? Also das ist schwierig. Ich glaube, dass der Weg viel, viel besser ist, wenn wir den Studierenden, und das gelingt in Oldenburg, wenn wir den Studierenden zeigen können, was das für ein cooles, herausforderndes Fach ist, wo man, also wenn man jetzt meinetwegen die Facharzt, vielleicht die Allgemeinmedizin sieht oder auch die ländliche Allgemeinmedizin, was das für ein tolles Fach ist. Und wenn man dann die Leute begeistert, aber bitte mit dem tiefen Fundament, den die Universität im Studium Medizin bietet. Das ist das eine. Das zweite ist, ja, eine Quote ist vielleicht das, was funktioniert. Und vielleicht auch ja das, womit eine Politik sagen kann, und das darf sie sagen, irgendwann erwachsenen Menschen gegenüber, wir wollen das aber. Wir haben euch ein teures Studium finanziert und wir wollen jetzt auch, dass ihr dieses oder jenes macht. Das wird ein ganz schwieriger Weg noch werden. Und nur aber, wenn die Politik das sagt, dann muss sie wirklich sehr viel Verantwortung weiter übernehmen für die Versorgung. Und das ist ein, glaube ich, wirklich schwieriges Feld. Frau Konietzka, würden Sie denn sagen, Sie sind gegen eine Quote, dafür aber für eine vernünftige Planung? Oder würden Sie sagen, ich halte die Quote für richtig, eine Landarztquote? Also Studenten in irgendeiner Form zu motivieren, aufs Land zu gehen, das halte ich schon für erforderlich. Ob das eine Quote sein muss, da kann man drüber streiten. Manchmal, also es gibt ja auch Projekte, wo zum Beispiel Stipendien erlassen werden. Es gibt Menschen, die kein Einser-Abitur haben und trotzdem hervorragend für den Arztberuf geeignet wären. Die haben aber unter Umständen gar keine Möglichkeit, Medizin zu studieren, weil eben der Numerus Clausus nur die Besten der Besten dafür zulässt und die anderen, die fallen dann teilweise runter. Wenn man eine Quote hätte, bei der dann auch Bewerber mit einem schlechteren Abischnitt eine Chance haben, Medizin zu lernen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es da mehr Mediziner gibt. Und Mediziner mit einem schlechten Abi sind nicht unbedingt schlechtere Ärzte hinterher. Ich hatte auch kein Einser-Abi und habe es über einen zweiten Bildungsweg geschafft. Respekt. Herr Professor Notwang, also Entschuldigung, Herr Dr. Faust, Sie wollten gerade was sagen dazu. Wenn ich da ganz kurz was sagen darf. Zum einen, wir haben ja nun viele Studenten, die auch im praktischen Jahr bei uns sind. Und ich frage die alle, was habt ihr denn vor, was wollt ihr denn mal machen? Und zu 99% wissen sie es im praktischen Jahr noch nicht. Deswegen glaube ich, ist das der falsche Ansatz, vor dem Studium die Studenten schon festzulegen, dann Allgemeinmedizin zu machen. Ich sehe das ähnlich wie Herr Buckelmann, man muss sie während des Studiums mehr an die Allgemeinmedizin ranbringen, um letztlich das Interesse für die Allgemeinmedizin auch zu wecken. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe das Gefühl, dass diese Landarztquote so ein bisschen ein Deckmäntelchen ist. Wir haben einfach viel zu wenig Studienplätze. Wir hatten in den 90er Jahren etwa 16.000 Medizinstudienplätze, was inzwischen auf irgendwas zwischen 9.000 und 10.000 reduziert ist. Und wir bilden einfach viel zu wenig Mediziner aus. Das ist das Hauptproblem und das können wir auch mit der Landarztquote nicht kaschieren. Das ist ja auch genau das, was der Marburger Bund auch entsprechend kommuniziert, diese These. Würden Sie denn eigentlich sagen, Herr Professor Notwang, naja, also nun wird diese Landarztquote diskutiert, Land auf, Land ab, ja nicht nur in Niedersachsen und im Masterplan Medizinstudium 2020 des Bundes, ist es ja den Bundesländern sogar freigestellt, eine Landarztquote einzuführen. Ist das eine clevere Idee? Also ich stimme beiden Vorrednern zu, dass ich halte es persönlich auch für eine schlechte Idee. Ich denke, man muss das positiv besetzen und wenn ich eine Quote gebe, das klingt einfach schon negativ. Und wenn mal das Bild des Allgemeinmediziners auf dem Lande, und ich versuche wirklich bewusst auch dieses Wort Landarzt zu vermeiden, weil das ist ein genauso qualifizierter Arzt wie dem, den ich in Oldenburg begegne. Zumindest erhoffe ich mir das und
bekomme das auch in der meiner Erfahrung auch überall gewährleistet. Aber Landarzt, finde ich, der Name hat ja, birgt ja schon Vertrauen. Das ist von der Fernsehsendung vielleicht was, aber es ist, hat auch schon wieder etwas, des, oder es hat eine negative Konnotation, tut mir leid. Okay. Und das würde ich von Anfang an vermeiden, da bin ich mit meiner Nachbarin zur Linken völlig einig, man muss es positiv besetzen, man muss Werbung machen und man muss letztendlich andere Mittel finden, um dieses Berufsbild attraktiv zu machen. Denn wenn Sie letztendlich Leute, und das ist genau unsere Erfahrung auch, also praktisches Jahr nochmal für alle hier im Raum, das ist im sechsten Jahr. Das heißt, wenn die Studierenden wirklich quasi ihr letztes Jahr an der Universität verbringen, dann wissen die immer noch nicht, was sie wirklich machen wollen. Obwohl sie sich dann anschließend wirklich innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr, also innerhalb dieses Jahres dann wirklich entscheiden müssen, wo will ich später mal Facharzt werden oder Fachärztin werden. Also es ist wirklich ganz am Ende, aber das ist genau die Erfahrung, da könnte ich Ihnen jetzt 20 Studierende mitbringen können, 18 von Ihnen hätten genau auch so gesagt, Sie wissen es nicht. Sie kommen von einer Begeisterung in die andere. Ja, erstmal wirklich so. Und wenn man dann letztendlich die Leute zwangsbeglückt auf das Land zu gehen, dann hocken die da 10 Jahre unglücklich. Da sind die Patienten oder sie sind dann unglücklich, weil sie einen nicht wirklich hochmotivierten Arzt haben, Ärztin haben, die an sich immer lieben, gern wieder irgendwo hin in die Großstadt oder vielleicht auch nach Kloppenburg gehen möchte, weil sie eher in Kloppenburg heimisch ist und nicht in Ostfriesland oder so. Also das ist extrem, man tut sich da letztendlich, schießt sich da meiner Meinung nach ein Eigentor. Und wie gesagt, also der Masterplan sieht ja zum Beispiel vor, dass wir eben auch an allen medizinischen Fakultäten mindestens einen Lehrstuhl haben für Allgemeinmedizin. Das haben, glaube ich, jetzt fast auch alle medizinischen Fakultäten. Oldenburg hat eben auch gleich am Anfang, das war mit die erste Professur, die wir berufen haben. Wir haben eben auch dieses Konzept, dass wir unsere Studierenden vom ersten Semester an in die Praxen schicken, damit sie eben sich das einfach mal anschauen, dass sie kennenlernen, dass sie auch diese Faszination eines Allgemeinmediziners auch im ländlichen Raum kennenlernen, und das begeistert wirklich einige. Was sie dann zum Schluss machen, fehlen uns noch die Daten, weil wir jetzt überhaupt die ersten Studierenden im sechsten Jahr fertig ausgebildet haben. Und wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, man darf auch nicht die Kommunen und die Landkreise entlasten. Man muss letztendlich klar sagen, wir müssen positive Anreize setzen. Das heißt, die Landkreise müssen möglicherweise Investitionsmittel zur Verfügung stellen oder kostenfreie Mieten mal. Das sind alles so Faktoren, die meiner Meinung nach hilfreicher wären als die Landarzt. Okay, ich möchte aber gerne nochmal zum Verständnis auf das Thema Quote insofern zu sprechen kommen, als dass wenn ein Medizinstudent sich entscheidet und sagt, ich würde gerne diese Quotenregelung in Anspruch nehmen, ja, verpflichtet er sich ja vertraglich dazu, kann er sich da eigentlich auch wieder rauskaufen? Das kann er eben auch. Und das ist sozusagen dann auch die weitere Ungerechtigkeit, denn es werden dann einige, relativ viele Studierende in der Humanmedizin, ist zumindest mein Eindruck, die absoluten Zahlen kenne ich nicht, kommen aus Arztfamilien, sind akademisch. Letztendlich muss man ja sagen, weil letztendlich der Numerus Clausus eben extrem hart ist, mit einem 1,2 Schnitt brauchen sie, um überhaupt in die Nähe eines Studienplatzes in der Humanmedizin zu kommen. Der garantiert ihnen immer noch nicht den Studienplatz, aber sozusagen ohne das brauchen sie an sich gar nicht nachdenken. Und wir wissen heute das Bildungsgefälle, dass letztendlich wirklich das Einkommen und die Noten im Abitur relativ gut korrelieren. Bevorzugen sie letztendlich die oberste oder die gut betuchte Schicht auch wieder bei den Studierenden. Die können sich das dann auch wieder leisten, später sich rauszahlen zu lassen, während die letztendlich das über die Landarzt, über diesen Stipendium oder diesen Anreiz dann vielleicht noch reingekommen wären, die können sich das nachher nicht leisten. Also sie nutzen dann auch letztendlich das soziale Gefälle aus. Ich möchte gerne den Punkt von Herrn Dr. Faust nochmal aufgreifen. Er sagte, wir brauchen im Grunde genommen mehr Studienplätze. Das ist auch das, was der Marburger Bund fordert. Wie stehen Sie dazu? Da frage ich erstmal in den Saal hinein. Ich frage mal an einem beliebigen Montag, welchen Prozentsatz der deutschen Bevölkerung würden Sie in einem Wartezimmer antreffen? Wie viel Prozent der Deutschen treffen Sie an einem beliebigen Montag in einem Wartezimmer an? Da haben Sie eine Statistik, die Ihnen da vorliegt. Ich frage mal hier so. Sie sagen, keine Ahnung, das lassen wir mal so stehen. Und was sagen Sie? Keine Ahnung. Zweimal keine Ahnung. Vielleicht können Sie es ein bisschen präzisieren. Ja, also wenn Sie letztendlich 100 Leute aus Norden nehmen würden, ja, wie viel würden Sie letztendlich am Montag in einer Arztpraxis hier in Norden und Umgebung finden?
70 Leute von 100. Von 170 Leute. 70%. Naja, es sind tatsächlich 8%. 8% der deutschen Bevölkerung ist an einem beliebigen Montag irgendwo in einem Wartezimmer. Was ich damit sagen will, das sind schon extrem viel. Und allein nur die Studienplätze hochzufahren, das ist sozusagen wie, dann bauen Sie noch verstärken Sie einen Magneten und Sie rekrutieren da letztendlich auch eine Nachfrage. Das sage ich jetzt mal wirklich, das ist auch eine unangenehme Wahrheit, aber will ich mal einfach ausgesprochen haben. Wenn man nicht an anderen Stellschrauben auch noch justiert, denn was wir eben auch sehen, ist vorhin schon mal kurz angeklungen, auch wenn Sie vorhin gesagt haben, Fachärzte sind schwierig zu bekommen. Was wir aber sehen, ist letztendlich erstmal im ambulanten Bereich, also in dem Bereich der niedergelassenen Ärzte, dass vermehrt Fachärztinnen und Fachärzte sich niederlassen, nicht der Allgemeinmediziner. Und das Zweite ist auch, dass eben letztendlich im Vergleich zum stationären Bereich auch nochmal dreimal so viele unserer jungen Studierenden, wenn sie fertig sind, eher in den stationären Bereich gehen, also heißt in die Krankenhäuser rein, dort Ärztin oder Arzt werden, als im Land, als sich niederlassen. Das bedeutet, wenn Sie das eben hochrechnen, Sie müssen unten unglaublich viel aufblähen, damit Sie oben irgendwo ein bisschen eine Verbesserung haben. Effizient ist das nicht. Also bringt nichts, mit anderen Worten. Man kann, also das ist sicherlich eine der Möglichkeiten und man kann in gewisser Weise einen Aufwuchs machen, aber man darf nicht glauben, dass damit das Problem gelöst ist. Ja, Herr Dr. Faust atmet schon schwer durch. Meine Überzeugung. Ja. Aber. Moment, Herr Dr. Faust möchte gerne dazu direkt was sagen. Ja, also ich möchte dazu nur sagen, wir haben ja im Moment das deutsche Gesundheitswesen gerade im Krankenhausbereich nur deswegen noch aufrechterhalten, weil wir einen Riesenanteil ausländischer Ärzte hier haben. Wenn wir aber das mal aus ethischen Gründen sehen, wo kommen denn diese ausländischen Ärzte her? Die kommen aus dem Nahen Osten, die kommen aus Osteuropa. Und wir nehmen den Ländern, die eigentlich selber ihre Ärzte brauchen, nehmen wir die Ärzte weg. Nur um bei uns das Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten und um Studienplätze zu sparen. Das mag sich jeder selber überlegen, ob das nun so in Ordnung ist. Warum ist das damals so runtergefahren worden, das Angebot an Studienplätzen? Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Das ist sicherlich auch finanzielle Gründe. Ein Studienplatz kostet viel Geld. Und der muss nun mal vom Land finanziert werden. Und da sind die Prioritäten eine Zeit lang anders gesetzt worden. Zumal ja wir auch in den 90er Jahren genügend Ärzte hatten. Das Problem ist nur, was ja schon angeklungen ist, Sie brauchen 6 Jahre Studium plus nochmal 5 oder 6 Jahre Facharztausbildung. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, die Studienplätze aufzustocken, dann brauchen wir nochmal 11, 12 Jahre, bis die überhaupt in der Niederlassung ankommen können, diese Studenten. Ja. Das heißt, wir werden aus dieser Talsohle die nächsten 12 Jahre gar nicht rauskommen. Als Moderator hat man es ganz gut, ich habe Sie da so wunderbar im Blick und wenn Herr Dr. Buckelmann anfängt, mit dem linken Fuß zu wippen, weiß ich, es zuckt. Ja? Erzählen Sie mal, was liegt Ihnen am Herzen dabei? Sie wollen jetzt wissen, was mein linker Fuß will. Ne? Also, also was mir am Herzen liegt, ist noch ein paar Dinge zu diesen, zu den anklingenden Mangelsituationen zu sagen. Zum einen, die gute Botschaft ist, Deutschland hatte noch nie so viele Ärzte wie heute. Das ist jetzt ein bisschen, man sagt kontraintuitiv, ne? Gegen das Gefühlte. Ne? Aber wir haben noch nie so viele Ärzte gehabt wie heute. Es sind ungefähr 4,1 bis 4,8 pro 1000. Ist das tatsächlich so? Es gibt Menschen, so eine gefühlte ja. Wahrheit dabei und also wir haben mehr Ärzte Fakten, denn ja? je. Ich komme gleich weiter darauf. Mhm. Ich habe mir die Mühe gemacht, für heute nachzurechnen, wie viele Ärzte wir denn hier oben haben, in dem Raum Emden-Aurich-Norden. Mhm. Da haben wir gute Übersicht, wie viele ambulant tätige Ärzte wir haben, wie viele Krankenhausärzte. Ihr müsst dann immer Qualitätsberichte machen, steht das drin, A11.1 oder so, das ist die Position. Kann man das nachzählen? Über alles, wenn ich es nachgezählt habe, richtig sind wir hier oben. Wenn Sie sagen, wir haben wenig Ärzte, stimmt das. Wir sind so bei 2,3. Wir sind deutlich weniger. Wir sind damit aber wiederum im internationalen Vergleich auch wieder ausreichend. Das ist eine ganz schwierige Gesamtgemengelage. Und was Herr Notwang gerade angesprochen hat, ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir können nur versuchen, also wenn es um die Frage geht, Hausarztweiterbildung oder Weiterbildung für Fachärzte, die hausärztliche Versorgung machen können. Wir können nur das Feld bereiten dafür. Wir müssen dieses Feld bereiten und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Auf der einen Seite bestimmt, also im Bereich des Studiums, aber auf der anderen Seite auch gesellschaftlich, muss dieses Feld bereitet werden.
Aktuell bilden wir in Niedersachsen oder aktuell sind in Niedersachsen die Quote derer, die diese Ausbildung abschließen mit der Facharztprüfung, die ist viel zu niedrig. Wir brauchen das über das Doppelte, um annähernd überhaupt ordentlich nachfüllen zu können. Keine guten Nachrichten, nicht wahr? Aber wir brauchen dafür auch ein anderes Feld, wo diese Ärztinnen und Ärzte dann hingehen können. Denn eins, das möchte ich einfach auch nochmal sagen, bei aller Work-Life-Balance, auch die jungen Studierenden und Studenten, die da zu mir kommen, diese 1-1er, das sind tolle Leute. Unglaublich fix im Kopf, tatkräftig, einsatzbereit, empathisch. Das sind ganz, ganz tolle Leute, die wollen noch arbeiten. Das glaube ich sofort. Die Wurzel des... Entschuldigung, Sie haben eine Frage, selbstverständlich. Bitte. Wir sprechen nur von den Ärzten. Wie ist es denn mit den Patienten? Hat sich das da nicht auch verändert? Kommen die nicht auch mit abgebrochenem Fingernagel oder irgendetwas und verstopfen damit die Praxen und lassen vielleicht anderen Kranken gar nicht die Möglichkeit, den Arzt dann zu sehen? Kommen wir schon fast zum Bereich Notfallmedizin. Ne? Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass man an mehreren Stellschrauben schrauben muss, auch an dem Bewusstsein, wann brauche ich wirklich einen Arzt, wann brauche ich welchen Arzt, also wann brauche ich einen Facharzt, wann brauche ich einen Hausarzt und wann brauche ich die Notaufnahme, ist auch immer so ein schönes Thema. Viele Patienten haben gar keinen Hausarzt, schlawenzeln sehr lange um irgendetwas herum, gehen dann in die KV-Praxis, verstopfen die dann wiederum, beziehungsweise kommen direkt in die Notaufnahme. Da werden viele Patienten gesehen, die eher zu einem Hausarzt gehen müssten, während dann andere beim Hausarzt eben diese verstopfen, wo die Patienten, die wirklich den Arzt brauchen, aus ihrer Not heraus dann lieber in die Notaufnahme gehen, weil sie Bauchschmerzen haben seit Tagen. Oder diese Problematik hatten wir auch schon in unserer ersten Diskussionsrunde in Emden ausgiebig auch mal diskutiert. Insofern ist es aber auch wichtig, da trotzdem nochmal drauf zu kommen. Also ich finde die Frage sehr gut, dass einfach das Bewusstsein der Patienten für den Beruf des Arztes und den des Hausarztes sich nochmal sensibilisieren. Dankeschön. Ja, ich komme auch gerne nochmal zu Ihnen. Ich nehme mal an, dass auch es noch eine Menge Strukturreformen geben wird in Gesamtdeutschland, was die Krankenhäuser betrifft. Ich glaube, keiner hat eine hundertprozentige Auslastung der Betten. Und da werden sicherlich noch einige Krankenhäuser geschlossen werden müssen. Ich denke mal in den großen Städten. Vielleicht schwapsen da ja auch nochmal Ärzte rüber, die sich dann vielleicht niederlassen wollen. Ist das auch vielleicht eine Möglichkeit? Ein Gedanke. Wer möchte dazu was sagen, Herr Dr. Faust? Dieses Rüberschwappen der Ärzte aus den geschlossenen Krankenhäusern ist, glaube ich, ein frommer Wunsch, weil das sind einfach zu wenig Ärzte in den Krankenhäusern. Und sie werden die Krankenhäuser gar nicht mehr betreiben können, weil sie die Ärzte da nicht haben. Sie werden auch im Krankenhausbereich gezwungen sein, Häuser zusammenzulegen, zu zentralisieren, weil sie für die Vielzahl der kleinen Häuser gar nicht mehr die Ärzte haben. Also da wird dieser Effekt wahrscheinlich durch den Mangel aufgefressen werden. Aber ich habe so ein bisschen schon rausgehört heute Abend, die Wurzel des Ärztemangels, ich komme sofort noch zu Ihnen, Herr Professor Notfang, die Wurzel des Ärztemangels liegt möglicherweise im ländlichen Raum auch an einer mangelnden Arbeitsrealität. Ja, da war immer wieder von der Work-Life-Balance die Rede. Wie schätzen Sie das ganz ein, Frau Ackermann? Ja, fast der falsche Ansprechpartner, weil ich bin noch ein bisschen vom alten Schlag. Also der Beruf ist auch Berufung. Das heißt, ist das nicht bei jedem so? Ja, der in einer solchen niedergelassenen Praxis arbeitet? Natürlich, das sollte so sein. Aber es gibt jüngere Kollegen, denen ist auch, nein, mir natürlich auch, um Gottes Willen, das Familienleben wichtig, aber die planen etwas anders. Das heißt, der Anteil der Frauen in diesem Beruf wird größer, mit, glaube ich, 60, 40, wenn nicht sogar mittlerweile mehr. Wir Frauen bekommen nun mal eben die Kinder. Wenn man das Kind bekommt, möchte man mindestens ein Jährchen zu Hause bleiben, am liebsten nur Teilzeit arbeiten. Das darf man alles nicht unterschätzen. Das heißt, die Stellen werden anders besetzt. Man muss zwei Ärzte auf eine Stelle zum Beispiel haben. Ich schweife gerade ab, merke ich, oder? Work Balance, genau. Ich denke, dass, ja. Also Sie denken helfen Sie mir nochmal auf die Sprünge, bitte. Ja, ich fange das gerne auf. Sie haben ja das beste Beispiel schon dafür gegeben, dass es wichtig ist, ganz einfach,
sehr individuell zu schauen, wie die Lebensplanung eines jeden Menschen aussieht, der als Arzt gerade in ländlichen Regionen tätig sein möchte. Die Bundesärztekammer, das möchte ich mal aufgreifen, hat einen Gedanken auch mal zum Thema gemacht in einem großen Beitrag des Deutschlandfunks. Da wird nämlich die sogenannte regionale oder lokale Kompetenz gefordert in Form von Versorgungszentren. Das ist auch das, was Sie bereits ansprachen, Herr Dr. Faust. Ist das möglicherweise auch ein Gedanke, Frau Konietzka? Können Sie das aus Ihrer Sicht einmal schildern? Versorgungszentren würden natürlich den Ärzten, die Angst haben, sich in ein finanzielles Risiko zu begeben und hohe Investitionen zu tätigen, ohne zu wissen, ob sie das dann hinterher auch meistern. Da ist manchmal auch eine Unsicherheit am Anfang dabei. Ist das auch so ein Hinderungsgrund? Abnehmen. Das ist für manche Kollegen auch. Manche, nicht nur das Geld, was man aufbringen muss, um eine Praxis selber einzurichten und zu bewirtschaften, sondern auch eine große Angst vor Regressen oder vor irgendwelchen Auseinandersetzungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Regelungsflut, die explodiert ja von Jahr zu Jahr. Und manche Kollegen haben einfach Angst, dieses Wagnis einzugehen. Tatsächlich ist das eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man die Spielregeln kennt, aber die Spielregeln sind oft was, was Kollegen davon abhält, da dann das Wagnis einzugehen und zu sagen, jo, ich mache das jetzt. Aber diese Spielregeln muss man ja erst kennenlernen. Genau. Da bieten wir hier speziell im Norden den Kollegen, die interessiert sind, von denen wir Ärzte mitkriegen, dass sie Interesse haben, auch immer Patenschaften an. Wir beraten die, wir bieten Hospitationen in unseren Praxen an und geben auch gerne Tricks und Kniffe. Neue Kollegen nehmen wir so ein bisschen mit unter unsere Fittiche, wenn die nicht wissen, wie man irgendeinen schwierigen Verwaltungsakt elegant lösen kann, dann machen wir das dann auf dem kleinen Dienstweg, dass wir erklären, wie man sich aus der Misere rauswinden kann. Und ist es also nicht nur Learning by Doing, sondern es gibt eben diese Patenschaften auch, die zur Seite stehen? Offiziell werden die nicht in Anspruch genommen, aber wir Ärzte fühlen uns ja auch bemüßigt, so ein bisschen zu helfen, dass dann neue Kollegen dazukommen. Aber ich wollte noch mal was zu den Versorgungszentren sagen. Letztes Jahr hatten wir eine Diskussion, da ging es darum, dass die chirurgischen Stellen im MVZ nicht mehr so viele Patienten versorgen wie bisher. Und dann wurde gemutmaßt, dass das daran liegt, dass die Ärzte nicht so fleißig wären. Das stimmt aber gar nicht. In dem Moment, wo die Ärzte angestellt sind, da gelten plötzlich die Arbeitszeitrichtlinien. Da darf der Arzt keine 12 Stunden mehr jeden Tag arbeiten, was ein niedergelassener Arzt durchaus schon mal bereit ist zu investieren. Ist ja auch sein eigener Laden, dann kommt die Berufung dazu. Ist man angestellt, müssen Gesetze eingehalten werden. Und wenn man fordert, jetzt mehr MVZ zu gründen, bedeutet das zwangsläufig auch, dass dann weniger Stunden gearbeitet werden dürfen. Was MVZ gleich medizinische Versorgungszentren. Genau. Da ist dann ein anderer Träger, also die Ärzte sind dann oft angestellt und in dem Moment, wo sie angestellt sind, sind sie nicht mehr selbstständig, dürfen nicht mehr selber entscheiden und dann müssen Arbeitszeitgesetze eingehalten werden. Unter der Hand finde ich das manchmal auch ganz richtig, weil wenn man 24 Stunden gearbeitet hat und hinterher dann nochmal 8 Stunden Sprechstunde oben drauf legen soll, weil man beispielsweise am Wochenende Dienst hatte, glaube ich, dass die meisten Ärzte nicht mehr so fit sind, wie jemand, der vorher 8 Stunden geschlafen hat und ausgeruht zur Arbeit in die Sprechstunde kommt. Herr Professor Notwang, würden Sie eigentlich sagen, diese medizinischen Notfall- oder Versorgungszentren kommen der Lebenswelt der Studierenden heute schon ein wenig näher, wenn es um die Landarztversorgung geht oder überhaupt die medizinische Versorgung auf dem Land geht? Also zumindest der Angestelltenstatus kommt den Studierenden entgegen. Das zumindest meine eigene Einschätzung, das war gleich am Anfang, als ich gesagt habe, nicht nur bei den Medizinern, sondern universitätsweit sehen wir einfach, die Risikobereitschaft etc. ist heute eine andere, als sie noch vor 20, 30 Jahren waren. Für mich immer noch unerklärbar, spüre ich da immer eine gewisse Unsicherheit, die mir gar nicht an sich vorstellen kann, weil niemand an sich in so tollen Verhältnissen aufgewachsen ist wie unsere Kinder, wie die Studierenden, die wir zurzeit haben. Aber vielleicht ist das wirklich die Angst, sie können am meisten auch verlieren. Ich bin Babyboomer, da war sowieso immer irgendwie klar, man muss sich irgendwie so durchwursteln oder sowas. Das sind, wo man hinkommt, sind schon 1000 andere da. Mit dem sind wir ja ein bisschen groß geworden. Auf jeden Fall ist es eben ein Gefühl und das sagen auch die Leute vom Sachverständigenrat etc., dass klar dass die Tendenz hingeht zum Angestelltenverhältnis, wenn sie Umfrage machen unter den Studierenden, 93% können sich eben vorstellen, in einem Angestelltenverhältnis Arzt zu sein. 73%, also 20% weniger, sich wirklich niederzulassen.
Und eben dieses Risiko, ich muss keinen Kredit aufnehmen, ich muss mir auch nicht Gedanken machen, wie kann ich die Praxis später mal verkaufen, kann ich sie überhaupt verkaufen, war ja früher auch immer noch mal ein gewisser Sicherheitsaspekt da drin, der ist heute letztendlich auch unsicher. Wie geht es weiter? Gibt es klare Vorstellungen zum Teil, Empfehlungen, wie man mit Praxenübergaben umgehen sollte in Zukunft? All das setzt ein großes Fragezeichen bei den Jugend, bei den Studierenden. Frau Gammann, Sie möchten was sagen dazu? Ja, viele Kommilitonenstudierende, junge Kollegen haben auch Angst davor, ein kleines Betriebswirtschaftsstudium machen zu müssen. Eben weil sie Angst haben, dass dieser ganze betriebswirtschaftliche Kram drumherum, Abrechnungen, Angestellte, das muss ja auch erledigt werden. Und da haben die Angst vor und dann ist der Vorteil natürlich, ich gehe morgens zur Arbeit in ein MVZ, ich logge mich ein, ich bin da, ich kann nach Hause gehen, ich habe Urlaub, ich habe mein geregeltes Geld, ich muss mich um nichts anderes kümmern, außer für den Patienten da zu sein. Der Vorteil... Das klingt aber auch nach einer Portion Bequemlichkeit. Ja, würde ich, ja. Genau, glaube ich, sind auch viele. Ist halt einfacher. Wie ich schon sagte, wir kommen nicht aus der Babyboom-Gesellschaft und müssen uns durchfuchsen, sondern in den 60ern, 90ern war es eine Stelle, 20 Ärzte, die sich beworben haben. Heute ist es genau umgekehrt. Ja? Ich kann nicht ganz 20, aber ich kann mir ja aussuchen, wo ich arbeiten möchte und dann hätte ich es gerne auch so, ich spreche nicht von mich, ne? Aber dann kann ich es mir auch aussuchen, wie ich es gerne hätte. Und dann hätte ich es natürlich gerne bequem auf dem silbernen Teller. Mhm. Und wenn ich dann noch weniger Stunden arbeiten möchte, weil ich Familie habe oder weil ich meine Freizeit anders gestalten möchte, dann kann ich mir so eine Stelle gut mit jemandem teilen. Ich kann wirklich Feierabend machen. Klar, ist noch ein Patient im Wartezimmer, den mache ich eben noch. Aber die Hausarztbesuche, die ja auch bisher noch nicht zur Sprache kamen und mal gerne weniger werden von den jüngeren Kollegen, was man so in den Medien hört, dass sie die Leute nicht mehr zu Hause besuchen, die gehören ja auch dazu. Also es gibt ja auch Patienten, die nicht in die Praxis kommen können. Und das heißt für den Hausarzt nach Feierabend Praxis schließen, ja, aber nicht Feierabend machen, sondern noch hausärztliche Besuche zu Hause verrichten oder Pflegeheime. Okay, aber bei aller Arbeitsbelastung, Herr Dr. Bockelmann, ist das möglicherweise auch für einen Arzt, sag ich mal, wie Sie, auch ein Anreiz zu sagen, ich bin für die Menschen da, die kennen mich auch, ich bin eine ganz klare Bezugsperson für Generationen möglicherweise in dem Ort auch? Na, ich glaube, Sie haben mich noch nicht klagen hören über meinen Beruf. Ich mache den schönsten Beruf der Welt. Und das ist nicht ich oder wir, nicht, die diesem Job nachgehen, na, Herr Janssen, wir, also da gibt es überhaupt für mich gar keinen Zweifel. Aber es gibt höchstens dieses Aber. Aber wir leben auch in einer Welt, die sich verändert. Und da gibt es also das eine, ja, da kann ich ganz viel davon erzählen, was wir für tolle Kerle sind und dass ich nach dieser Veranstaltung noch einen meiner schwerstkranken Patienten besuchen werde, ganz selbstverständlich. Das mache ich dann auf dem Weg nach Hause. Aber ich glaube, das ist nicht das Wichtigste, weshalb Sie hier sitzen. Sie interessieren sich für die Zukunft landärztlicher Versorgung und was ändert sich und warum ändert sich das so schnell? Wenn ich dazu noch zwei Bemerkungen machen darf. Aber ich würde gerne, bevor Sie diese zwei Bemerkungen machen, dennoch an diesem Punkt aufgreifen. Nehmen Sie das denn auch wahr von Studierenden, dass die Sorge doch da ist, sich selbstständig zu machen, die Zurückhaltung gegeben ist? Also das hängt sehr am Beispiel. Konkret die Studenten und Studierenden, die bei mir waren, sorgen wohl, aber im Grunde lernen wir doch auch an Beispielen. Und wenn Sie eine Praxis kennenlernen, wo viele Dinge auch einfach gelöst sind oder gut gelöst sind und funktionieren, dann kann man Sorgen auch ganz gut abbauen. Und das ist ja einer der Mechanismen, der auch zu mehr Ärzten führen kann, dass wir die Studierenden, so wie es in Oldenburg gemacht wird, früh an die Praxen heranführen, dass sie Fragen schon mal früh auch stellen können, lernen können, dass es Lösungen gibt. Aber Probleme verbleiben doch, die müssen wir parallel benennen. Frau Konietzke hat das angesprochen. Wenn ein Regress droht oder so etwas, wir sind das ausgesprochen ärgerlich. Da arbeiten Sie auch für, sozusagen, um das vielleicht abzuwenden und wissen überhaupt nicht, was das jetzt überhaupt noch soll. Ja? Würden Sie eigentlich sagen, damals war ich blauäugig oder sagen Sie, nee, das war schon mir immer klar, ich möchte gerne selbstständig als Arzt noch tätig sein? Meine persönliche Entwicklung ist so, dass ich eigentlich unbedingt vorhatte, also zweierlei Dinge waren mir klar. Ich möchte etwas machen im Bereich der Hochspezialisierung und wenn es die eine Spezialität, die mir von der universitären Seite ganz nahe lag, nicht ist, dann war es die Hochspezialisierung Allgemeinmedizin.
Der Grund wahrscheinlich, weshalb ich mir das immer vorstellen konnte, ist, der schon angeklungen ist, ich komme von hier, ich bin vom Land, ich weiß, dass es hier geht, dass es das hier gibt. Und das ist auch einer der auch wissenschaftlich belegt stärksten Prädiktoren, Vorhersagewerte, der sagen kann, jemand geht in die ländliche Region, wenn er selber vom Land kommt. Mhm. Das gilt auch für mich. Ich bin auch so einer. Blauäugig war ich nicht. Also ich bin auch so ein Babyboomer. Und als ich mich niedergelassen habe, da war GSG 9. Das war das Gesundheitsstrukturgesetz von Herrn Seehofer. Das war alles andere als zur Blauäugigkeit führend. Da mussten Sie genau hingucken. Glaube ich Ihnen sofort. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir ganz einfach jetzt uns unterhalten, woran liegt es, dass Studenten eher zurückhaltend sind, wenn es darum geht, sich niederzulassen, irgendwo in einer der vielen ländlichen Regionen Niedersachsens oder aber vielleicht stattdessen doch in eine Klinik zu wechseln. Wenn wir uns darüber unterhalten, müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, was kann getan werden, um mit dieser Situation umzugehen. Es fiel hier auch schon der Punkt, vielleicht ist es ja auch möglicherweise ein monetärer Ansatz, den man da noch aufgreifen müsste. Mangelt es da an Geld? Liegt es am Geld, dass Landärzte zu wenig verdienen? Die Landärzte verdienen ganz ordentlich. Also das ist überhaupt nicht der größte Punkt, das glaube ich nicht. Gut, dann können wir diesen Punkt schon mal abhaken. Ja. Gut. Die sind nicht schlecht gestellt. Einen anderen Punkt möchte ich gerne von Herrn Professor Notfang aufgreifen. Der sagte, für viele ist es ganz wichtig, Stichwort Norden haben, was Sie erwähnten, dass man als Arzt auch durchaus in der Nähe einer Metropole leben möchte, in der Nähe eines Oberzentrums. Das ist ja nun auch durchaus Nordenham ja eine mittlere Stadt, sage ich mal, ein Oberzentrum. Aber wie sieht es denn eigentlich aus? Muss man denn als Arzt in einer, ich will es dir nochmal sagen, Landarztpraxis direkt am Ort leben oder kann man auch ein bisschen jetzt außerhalb wohnen beispielsweise? Also aktuell, wenn ich das kurz übernehmen darf, Herr Notwang, aktuell, also eine solche Residenzpflicht gab es mal, die ist aufgehoben. Sie dürfen durchaus, also wir haben durchaus Kollegen, die wohnen in Oldenburg und pendeln hier in den ländlichen Bereich hinein. Genau, um dieses Problem der Work-Life-Balance aufzufangen. Ja, warum auch immer, verstehen kann ich das nicht, also hier kannst du super wohnen, ja. Nee, aber ganz einfach darum, möglicherweise auch, das glaube ich sofort, aber um auch nicht immer ansprechbar oder greifbar zu sein, mag das einer der Gründe sein? Ja, das glaube ich und Herr Kost, das hat auch eine ganz tiefe Bedeutung, wenn ich das nochmal sagen darf. Also wir haben ein Feld, das schlecht bereitet ist für Allgemeinärzte der Zukunft. Sie könnten ja auch hier ins Publikum einmal hineinfragen, okay, was glaubt ihr denn? Wir hatten jetzt so ein bisschen mehr Ahnung so von Medizin und so. Der Nephrologe, der Dialysearzt, wem trauen Sie so mehr zu? Oder vielleicht einer Hausärztin? Fragen Sie mal hinein. Wir haben da ganz viel Nachholbedarf für die Allgemeinmedizin, auch für die Wahrnehmung der Qualität und der Leistungsfähigkeit dieses Fachs. Und jetzt zurück zu der Situation vor Ort. Das ist ja die Vertrauensfrage. Ja, aber jetzt zurück zu der Situation vor Ort. Ja, wenn ich pendle, kann das ganz smart sein, aber ich glaube zutiefst, wenn der Patient, der vor einem Monat mit mir an der Kasse, bei uns heißt das vielleicht Wähler oder Kombi, an der Kasse stand und mit mir noch geredet hat und ich spreche mit ihm über das Problem, was er jetzt hat, über vielleicht diesen Tumor, der da jetzt gewachsen ist, ich glaube, er wird ein anderes in einer anderen Beziehung zu mir stehen und vielleicht auch ein anderes mit Krankheitsumgehen erleben können, wenn er weiß, ich bin mein Obblut, ey, in die Dornkasse steigt. Ja, Applaus an dieser Stelle. Das macht die Menschlichkeit aus, ja? Was dazu sagen, ich bin seit 1984 bin ich im Pflegedienst und ich bin Altenpfleger. Insgesamt habe ich in der Zeit 43 Kranken- und Altenpfleger ausgebildet. Und davon sind 3 namhafte Ärzte geworden, und zwar auf dem 2. Bildungsweg. Und genau das, was er sagt gerade, war das Ausschlaggebende. Der eine ist heute Psychiater, Oberarzt in der Poliklinik, Institutsambulanz. Der andere ist heute Kinderarzt geworden, ist als Altenpfleger eingestiegen auf den 2. Bildungsweg, hat seinen Numerus Clausus nicht erreicht. Ja, und der dritte, der fliegt irgendwo um die Welt und ist Frauenarzt geworden. Alle haben diesen Einstieg geschafft. Und alle haben es geschafft, weil sie vorher Pflege gelernt haben. Und genau das, was Sie sagen, die haben alle das Spitzengefühl gekriegt in einer großen Krefelder Klinik und die Fingerspitzengefühle bekommen, das ist unser Beruf. Und ich war froh, dass Sie dann diesen Weg auch gegangen sind. Dankeschön. So,
Das glaube ich Ihnen sofort. So, jetzt an Sie. Ein Wort zu dem Nachwuchs, den wir haben können im medizinischen Bereich. Es ist schon in vielen Infoveranstaltungen bekannt gegeben worden, meine Frau ist noch in Essen in einer Klinik, wir haben auch Vermietung so ein bisschen. Es kommen Assistenzärzte, die sagen, ihr lebt wunderbar, aber ich möchte meinen Facharzt machen. Das geht nicht. Also bleiben, ich kann Ihnen drei Namen nennen, die würden gerne hier hochkommen, aber den Facharzt möchten sie auch gerne machen. Und das ist einfach hier nicht möglich. Und das ist ein Mitgrund, warum wir auch den Nachwuchs wahrscheinlich nicht hier hochkriegen. Was meinen Sie, Herr Professor Nutfang? Könnte das so sein? Kommen Sie sofort zu Ihnen. Sie reden jetzt Facharzt Allgemeinmedizin oder Ihre Erfahrungen waren in anderen Bereichen? Facharzt. Ja, aber Allgemeinmedizin oder für verschiedene? Kardiologie. Ja, Kardiologie zum Beispiel. Gut, ich kenne mich jetzt nicht in der Krankenhausszene hier direkt vor Ort so aus. Welche das waren Argumente, die man mir sagt. Ja, aber das würde ja letztendlich trotzdem, nach, wenn Sie die Ausbildung fertig haben, jetzt muss ich noch aufpassen, Weiterbildung, wenn Sie die Weiterbildung fertig haben, ich bin Biologe, nicht Mediziner, wie man da sofort merkt, wenn Sie diese Weiterbildung haben, dann steht Ihnen natürlich frei, hier zurückzukommen. Und ich weiß aber jetzt tatsächlich nicht, da müsste ich jetzt in die Runde weitergeben, welche Möglichkeiten der Weiterbildung hier in den einzelnen Krankenhäusern zum Teil vorgehalten werden. Ich bin ziemlich sicher, dass ein Teil dieser Weiterbildung sicherlich auch hier, zumindest in Emden oder Aurich oder bitte, da näher absolvieren können. Ja. Je nach Fach natürlich nochmal. Das ist dann auch nochmal, muss man nochmal spezifisch nachschauen, aber prinzipiell können Sie einen Teil der Weiterbildung schon hier jeweils regional auch machen. Diese Frage gebe ich auch gleich mal weiter, direkt an den ärztlichen Direktor des Klinikums in Emden, nämlich an Dr. Faust. Also zum einen die Weiterbildung für die Allgemeinmedizin, die beinhaltet ja sowohl Anteile in der Klinik als auch in der Praxis. Und da haben wir hier Verbünde zwischen den Kliniken und niedergelassenen Kollegen, die können Sie komplett hier machen. In anderen Bereichen, spezialisierten Bereichen, haben wir zum Teil die Weiterbildungsermächtigung nur zum Teil. Und das ist ja mit einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, wir müssen die Zentralklinik haben mit entsprechender großen Abteilungen, die dann auch in diesen Bereichen die volle Weiterbildungsermächtigung haben. Denn darüber steigern wir auch die Attraktivität wieder für die nachkommenden Ärzte, die wir im Moment nicht kriegen, so wie Sie das sagen. Aber mit der Zentralklinik hätten wir dann diese Weiterbildungsmöglichkeiten und würden dadurch auch eben jüngere Ärzte wieder hier in die Region kriegen. Das war das Thema. Genau, das war der Punkt. Offenbar genau auf den Punkt getroffen. Wenn wir das jetzt nochmal bis hierhin zusammenfassen, wir haben jetzt eine Stunde diskutiert und wir haben sehr viel von Ihnen erfahren. A, dass es natürlich auch eine Berufung ist, als Arzt in einer ländlichen Region in Niedersachsens entsprechend tätig zu sein. Sie haben gesagt, es ist sehr arbeitsintensiv. Das Ganze, wir haben gehört von Herrn Professor Nutfang, er sieht eine Anhebung der Studienplätze nicht unbedingt als eine Notwendigkeit an oder zumindest als eine Möglichkeit, hier dieses Problem auch tatsächlich zu lösen. Eines der Probleme ist die Work-Life-Balance, die andere Anspruchshaltung, die andere Prioritätenliste, sage ich mal, von Studierenden heute. Greifen wir also das Thema jetzt auf, was können wir jetzt tun, um ganz einfach mit dieser Situation, so wie sie jetzt ist, umzugehen. Ich greife einen Punkt auf, den wir hier auch schon gerade von Ihnen gehört hatten. Das ist der Begriff Telemedizin. Können Sie uns mal kurz erklären, was Telemedizin eigentlich genau bedeutet? Wer möchte das machen? Frau Konietzka? Da gibt es ja verschiedene Modelle. Telemedizin kann man zum Beispiel einsetzen, wenn man ein Krankenhaus hat. Ich glaube, die Norweger machen das relativ häufig. Da sind die Krankenhäuser sehr weit auseinander. Wenn ein Patient kommt, der beispielsweise einen komplizierten Knochenbruch hat, aber es ist gerade kein Arzt vor Ort, der sich mit diesen Knochenbrüchen auskennt, dann wird das Röntgenfoto in eine Klinik geschickt, wo jemand sitzt, der sich damit auskennt und der sagt dann, kann man eingipsen, muss operiert werden oder was auch immer. Das ist Telemedizin. Telemedizin kann auch Sprechstunde sein, dass man mit den Patienten spricht, um irgendwelche Probleme zu klären, die auch in einem Gespräch mit einer In-Augenscheinnahme des Patienten abgeklärt werden können. Das stelle ich mir in unserem Raum relativ schwierig vor, weil wir in vielen Gegenden überhaupt kein vernünftiges Internet zur Verfügung haben und das ist Voraussetzung dafür, damit es funktionieren würde. Da legen Sie den Finger in die Wunde, genau. Ja. Breitbandausbau ist ein heikles Thema, ja.
Ja, aber ohne Breitbandausbau können wir keine Telemedizin machen. Ich kann eine Vera, das ist eine speziell ausgebildete Arzthelferin, nicht irgendwo hinschicken und zu sagen, schick mir mal eben ein Foto von der Wunde und dann sage ich, ob wir den Wundbelag von letzter, die Wundversorgung von letzter Woche wieder machen oder ob wir das umstellen. Die muss dafür erstmal mit dem Foto wieder zurückkommen, weil das einfach oft nicht möglich ist, solche einfachen Sachen zu lösen. Auch ja, das klingt ja schon fast nach reitenden Booten, die unterwegs sind. Also, ja, so muss man sich das vorstellen. Ja. Also Telemedizin, um das mal hier ganz deutlich zu sagen, so schön aus Friesland aus ist, ja, und so gern man hier auch Urlaub machen mag und so gerne man hier wohnt, Telemedizin ist hier noch nicht das, was man als Alternativlösung wählen könnte, aus Ihrer Sicht. Kann man, im Moment noch nicht. Im Moment noch nicht, müsste der Boden für geschaffen werden. Herr Dr. Faust. Wir haben ja schon gehört, es gibt unterschiedliche Arten der Telemedizin. Wenn man das jetzt mit in die Sprechstunde einsetzen will, möchte ich nur gerne darauf hinweisen, dass die Zeit, die der Arzt mit dem Patienten sich unterhält oder verbindet, ist genau die gleiche, wie wenn der Patient in der Praxis ist. Der Zeit spart, ist der Patient, weil der muss nicht in die Praxis fahren. Aber der Kontakt zum Arzt ist der gleiche. Das heißt, man spart keine Arztzeit dadurch ein. Okay. Einen weiteren Punkt möchte ich gerne ansprechen. Da würde ich gerne Sie, Frau Ackermann, mal dazu hören. Das fand ich sehr, sehr charmant. Medizinstudenten aus Hannover gehen beispielsweise im Heidekreis auf Landpartie. In 9 Landarztpraxen in Walsrode, in Soltau, Rethem und Neunkirchen gucken Sie also Landärzten über die Schulter. Das Projekt Landpartie soll eben mehr junge Mediziner für die ländlichen Regionen gewinnen. Das ist eine Initiative mit der MHH zusammen. Und so soll einfach Nachwuchs auch gewonnen werden. Was besonders interessant ist, ist, dass für die Medizinstudenten, die bei diesem 2-wöchigen Blockpraktikum dabei sind, für die auch ein Freizeitangebot entsprechend erstellt wird, um die Attraktivität des Landlebens entsprechend darzustellen. Haben Sie davon schon mal was gehört? Ja, habe ich. Lief auch, während ich studiert habe schon. Habe ich leider nicht dran teilnehmen können. Ist aber sehr gut angekommen. Also weil es damals, als ich das gemacht habe, eine kleine Gruppe war, die fanden das ganz toll. Die haben ein Mentorenprogramm der Hausärzte im Umfeld gehabt und haben die Studierenden praktisch an die Hand genommen. Finde ich eine ganz tolle Sache und wird ja auch anders schon erweitert und ja im Prinzip hier ja auch, wenn man anbietet, dass man Kollegen hilft, unterstützt, Frage, es wird glaube ich noch zu wenig angenommen. In der MHH ist es so gelaufen, dass und so ist es ja auch an anderen Unikliniken und wird ja vermehrt, dass die Allgemeinmedizin immer mehr mit ins Studienprogramm aufgenommen wird. Es gibt Blockpraktika. Das Beste, was mir persönlich passieren konnte, war, dass man diese Praktika und auch Formulaturen in der Hausarztpraxis machen muss, weil einfach viele die Lobby der Allgemeinmedizin noch ein bisschen unterschätzen. Man hat mir mal gesagt, Hausarzt, das ist ja so der Hausmeister des Patienten. Das fand ich ganz schrecklich, weil so ist es ja nicht, aber das war die Meinung diesesjenigen. Erstens geht es ohne einen Hausmeister in einem großen Haus auch nicht, mal abgesehen davon. Und der Hausarzt ist ja nicht der Hausmeister an sich, sondern der hat ja meiner Meinung nach ein umfangreiches Allgemeinwissen. Also das ist ja, er muss ja breitspektrisch alles sehen und dann organisieren, kann ich das in der Praxis machen, halte ich das aus der Klinik fern oder muss ich das an einen Facharzt weiterleiten etc. pp. Und wenn jemand als junger Student ins Studium geht und gar nicht weiß, was das ist und dann im Studium dieses Praktikum machen kann, dann hat er plötzlich einen ganz anderen Gewinn und dann eine ganz andere Einsicht zu diesem Beruf. Kann man so das Landarztdasein schmackhaft machen, Herr Dr. Buckelmann? Ja, das kann man. Es gibt, also gerade jetzt ist in der, vielleicht eine der wichtigsten Fachzeitschriften der Allgemeinmedizin in Deutschland, in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, publiziert eine Untersuchung, die sich genau damit beschäftigt hat, was kann Landärzte machen? Und das Wichtigste, was sich über alle Länder auch erschreckt, ist das, was ich schon gesagt habe, die eigene ländliche Herkunft. Na gut, ein politischer Ansatz, also wir holen mehr Studierende in das Studium, die eine ländliche Herkunft haben. Gut, muss man sehen, ob das gerecht ist und wie das geht. Aber Interventionen, die dazu führen, dass Studierende sehr früh die Landarztmedizin sehen, das sind erfolgversprechende Maßnahmen und das ist etwas, was an der Universität in Oldenburg gemacht wird. Und eine Universität, die selber dem ländlichen Raum nahe ist,
ist ein solches Instrument. Und das haben wir hier vor Ort schon mit der Universität in Oldenburg und mit dem, was wir dort machen können, mit Hospitationen, mit frühem Kontakt. Das sind sicherlich also mögliche Interventionen, die zu etwas mehr Landärzten führen können. Etwas mehr, ganz vorsichtig. Die Datengrundlage dazu, dass man jetzt wirklich wüsste, dass das also Interventionen sind, die zu mehr Landärzten führen. Die wissenschaftliche Basis dafür ist nicht so sehr stark. Aber plausibel ist es. Und in Oldenburg, wenn ich das noch ergänzen darf, Oldenburg, nachdem wir also in Hannover zum Beispiel, wie viele Studierende wart ihr da pro Jahrgang? 300 oder sowas? 370. 300 oder sowas. Also da war es lange Zeit, also wir sind auch Lehrpraxis für die Medizinische Hochschule, da war es lange Zeit so, dass in diesem Schluss des Studiums zum PJ von 350, was weiß ich, was Studierenden zum PJ heißt praktisch zum praktischen Jahr, wollte null Student Allgemeinmedizin werden. Vielleicht mal einer, das war ein Spektakel. Die Oldenburger starten jetzt immerhin bei 35 oder 40, die wir haben, mit Vieren, die jetzt tatsächlich auch das PJ in der Allgemeinmedizin machen wollen vom allerersten Jahrgang. Also zumindest gibt es gute Anzeige dafür, dass es eine wirksame Intervention ist. Würden Sie das bestätigen, Herr Professor Notfang, dass also durchaus diese Praxisnähe gerade an der Universität mitten auf dem Land, auch wenn Oldenburg natürlich eine Großstadt ist, aber dennoch mit viel Land drumherum, durchaus dazu führen kann, dass das dass die Landarztdichte ein wenig erhalten bleibt und hier noch mehr junge Studierende hier ihren Platz finden als Ärzte in ländlichen Regionen? Wissenschaftlich tue ich mich da eben schwer, weil, wie Herr Buckelmann gerade ausgeführt hat, so richtig harte Daten haben wir nicht. Aber man muss klar sagen, das war einer der Gründe, warum die Universitätsmedizin Oldenburg gegründet worden ist, dass man eben angenommen hat, dass um den Medizinstandort herum sich hier ein Klebeeffekt zeigen wird und Studierende, und ich glaube allerdings eher, muss ich sagen, dann die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, die hier in der Region dann über die Universitätsmedizin andocken, dass die sich dann auch hier, weil sie dann in der Familienplanungsphase sind etc. und die Mobilität dann doch in dieser Phase auch etwas eingeschränkt ist, dass die dann hier vermehrt hängen bleiben. Aber mir fehlen, muss ich sagen, tatsächlich als Wissenschaftler so die richtigen Hardcore-Statistiken, wo ich sagen kann, ja, da ist Signifikanz. Das heißt, da ist wirklich nach mathematischen Berechnungsmodellen nachgewiesen, das hat einen wirklichen Einfluss auf die Entscheidung der Studierenden. Aber wie gesagt, das war natürlich der Gründungsgedanke und ich kenne es einfach von anderen Regionen und von anderen Disziplinen her, dass es sich ganz klar um einen Medizinstandort herum vermehrt Ärzte und Ärztinnen niederlassen. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat mehr was mit der anschließenden Weiterbildung zu tun, als letztendlich mit den Studierenden. Die, glaube ich, die gehen dann schon auch nochmal woanders hin, um einfach nochmal ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. In der Regel, es gibt dann immer die Ausnahmen, aber es gibt auch viele, die dann einfach mal den Sprung machen und woanders hingehen. Wenn es an Allgemeinmedizinern mangelt, wäre es denn auch denkbar, dass Fachärzte Routineuntersuchungen dann übernehmen? Oder ist das völlig illusorisch, Herr Dr. Faust? Fachärzte im niedergelassenen Bereich. Ja. Also das ist ja so, dass wir da auch in die Spezialisierung reingehen. Der Vorteil der Allgemeinmediziner ist ja das breite Grundwissen. Der Facharzt hat ja ein tiefes Wissen in seiner Spezialität. Das ist mir schon klar. Aber das wird auch das Problem letztlich nicht lösen, weil wir ja auch im Facharztbereich nicht genügend niedergelassene Kollegen haben. Da haben wir ja noch längere Wartezeiten als bei den Hausärzten. Ich glaube, das wird das Problem nicht lösen. Frau Konietzka. Im Gegenteil. Also wenn die Fachärzte jetzt auch noch allgemeinmedizinische Aufgaben übernehmen, dann kriegen wir ja unsere Patienten, bei denen wir dringend einen Facharztrat brauchen, überhaupt nicht mehr unter. Also ich glaube, wir können das schon ganz gut unterscheiden. Also völlig illusorisch der Gedanke. Können wir erstmal einen Haken hintermachen. Also für die Routineaufgaben kann man vielleicht unsere Veras, also die speziell ausgebildeten medizinischen Fachangestellten, einsetzen. Aber doch bitte schön nicht die Fachärzte. Ich habe ja jetzt schon das Problem, wenn ich jemanden habe, der vielleicht einen Herzinfarkt hat, ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil das EKG noch nicht eindeutig ist und ich den Notarzt noch nicht rufen will, ich kriege keinen Termin kurzfristig. Den brauche ich aber, um das zu klären. Die Leute muss ich ins Krankenhaus schicken, dann läuft da schnell die Diagnose. Das belastet zum einen häufig die Krankenhäuser, weil da manchmal dann auch Patienten landen, die man vielleicht auch ambulant hätte
abklären können, wenn wir denn auch Facharzttermine zeitnah zur Verfügung hätten. Und zum anderen, wenn ich den Fachärzten jetzt noch zusätzliche Aufgaben aufbürde, die sollen die fachärztlichen Sachen regeln und machen. Und die Studenten, die auf dem Land groß geworden sind, die braucht man gar nicht so sehr davon überzeugen, dass das Leben auf dem Land attraktiv ist. Ich glaube, das wissen die ganz gut. Ich würde eher auf die Schiene von der Kollegin eingehen wollen, wenn man kleine Kinder hat, die kommen in der Stadt so ein bisschen nicht so, die werden gar nicht artgerecht gehalten, in Anführungsstrichen. Artgerecht, artgerecht. Die dürfen nicht draußen spielen, die dürfen nicht auf Bäume klettern, die können nicht im Matsch spielen, die dürfen nicht alleine auf die Straße, die müssen eigentlich den ganzen Tag beaufsichtigt werden und im Kinderzimmer vom PC, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber wer seine Kinder frei und so ein bisschen unbeschwerter groß werden lassen möchte, der entscheidet sich unter Umständen auch fürs Land. Ich bin zum Beispiel auch eine Großstadtpflanze und habe mich wegen der Kinder fürs Land entschieden, weil ich wollte, dass meine Kinder draußen spielen können, ohne dass ich Angst haben muss, dass sie gleich vom Auto überfahren werden. Aus welcher Großstadt sind Sie gekommen? Aus Dortmund. Aus Dortmund? Mhm. Ja. Schade, ne? Gestern, vorgestern. Ja. Immer wieder beim Fußball. Fußball spielt aber hier in Ostfriesland eine untergeordnete Rolle, wenn es jetzt um ostfriesische Clubs geht. Oh, das soll bloß ein bisschen auflocken. Erste Halbzeit war aber gut. Bitte. Da kommt doch eigentlich dieses medizinische Versorgungszentrum doch zum Tragen, oder? Wenn man dann doch mal schnell den Kardiologen braucht, so stelle ich mir vielleicht so ein medizinisches Versorgungszentrum vor, dass der Allgemeinmediziner und vielleicht dann auch noch der Kardiologe, ein Urologe oder irgendwie was, dass die unter einem Dach sitzen, dass man dann auf dem kurzen Dienstweg vielleicht so Patienten mal durchschlürt. Wir haben ein medizinisches Versorgungszentrum speziell für Kardiologie. Das Problem ist nur, die müssen auch sehr viel Bürokratie erledigen. Es gibt diese DMP, das sind Disease Management Programme, die sollen dazu dienen, die Patientenversorgung so ein bisschen zu standardisieren, dass die Patienten nach bestimmten Kriterien immer wieder untersucht werden, um schlimmere Krankheitsverläufe zu verhindern. Das führt aber dazu, dass die Ärzte so viel zu tun haben, dass sie gar keine Zeit mehr haben, Akutmedizin mitzuversorgen. Bitte, Herr Dr. Faust. Ich würde ganz gerne nochmal auf das, was Sie anfangs sagten, auf diese Landpartie zurückkommen. Wir kriegen ja Studenten hier in die Region und ich sehe da eigentlich auch die Kommunen in der Pflicht, da mehr zu tun. Was können denn Kommunen tun? Um genau das den Studenten zu zeigen, dass es lebenswert ist hier. Wir haben ja eben gehört, in Hannover, wenn die hören Ostfriesland, das ist ja am Ende der Welt. Aber wenn wir sie schon hier in der Region haben, dann sollten wir ihnen auch zeigen, wie schön das hier ist und dass man hier gut leben kann. Und das können wir natürlich als Krankenhaus oder als niedergelassener Kollege nur in einem begrenzten Umfang. Und da sehe ich eigentlich auch die Kommunen in der Pflicht. Wir haben jetzt zum Beispiel in Emden die Stadt davon überzeugen können und die Studenten kriegen so eine Art Begrüßungspaket, wo sie auch mal einen Gutschein für die Kunsthalle oder sowas mit drin haben, damit sie sich eben mal außerhalb des Krankenhauses die Gegend mal angucken können. Wir haben Fahrräder, die sie sich leihen können, damit sie sich die Gegend angucken können. Aber da könnten die Kommunen noch deutlich mehr tun, um den Studenten zu zeigen, dass das hier eben sehr, sehr lebenswert ist. Mhm. Hage macht es im Moment. Ne? Oder hat es gemacht? Hage hat es gemacht. Was hat Hage gemacht? Können Sie uns sagen? Moment. Heute umgebaut, als Praxis umgebaut. Es ist ein Arzt auch aus Essen gekommen, auch von der Uniklinik. Bitte? Oder Großheide. Und ich weiß nicht, wie finanziell er unterstützt wurde, aber ihm hat man schon mal was gegeben. Und das fand ich doch, das, was Sie meinen, das sollten die Gemeinden oder die Kommunen häufiger machen. Das ist ganz einfach. Also schon im Grunde genommen Praxisräume vorbereiten, dass nicht lange gesucht werden muss. Hier gibt es schon eine Praxis, möglicherweise auch gleich ein Haus irgendwie zum Anmieten zur Verfügung zu stellen. Dass es ihm ermöglicht, auch mit der Familie hier zu ziehen? Oder sind das die Anreize, auch über die wir reden? Also Großheide muss man vorbildlich erwähnen. Da haben vor 2 Jahren 2 Praxen zugemacht und das hat natürlich ein großes Loch in der Patientenversorgung hinterlassen. Das ist dann auch weiter geschwappt nach Hage und dann schließlich nach Norden und hat dann so seine Kreise gezogen. Und die Gemeinde Großheide ist wirklich sehr rührig gewesen. Die haben das Internet genutzt, die haben über Facebook gesucht.
Die haben verschiedene Investoren angesprochen, die bereit sind, Praxisräume zu bauen, haben von Architekten Pläne entworfen für verschiedene Praxen, je nachdem, was eventuelle Bewerber für Vorlieben haben, haben eine Angebotsfinanzierung zur Verfügung gestellt, damit die erste Zeit überbrückt werden kann, bis das erste Geld von der Kassenärztlichen Vereinigung fließt. Die haben wirklich sehr viel gemacht. Im Norden. Aber das klingt ganz danach, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, das klingt ganz danach, als ob es nicht nur die Kommune, sprich Bürgermeister und Verwaltung war, sondern die ganze Bevölkerung oder große Teile der Bevölkerung auch dahinter standen. Ja, natürlich. Mhm. Die Bevölkerung, die möchte schon Ärzte haben und nicht nur für die Montagssprechstunde, sondern also rund engagiert um die sich Uhr. Da auch eingesetzt hat, dass Ärzte auch dorthin kommen. Das ist auch ein Grund, warum es Spaß macht, auf dem Land zu arbeiten, dass die Wertschätzung von der Bevölkerung auf dem Land doch meiner Meinung nach sehr viel höher ist als in der Stadt für einen Arzt. Das macht auch ein ganzes Teil von der Zufriedenheit als Arzt hier zu arbeiten aus. Aber in den anderen Kreisen, wo zu wenig Ärzte sind, da finde ich relativ wenig Resonanz, wenn man das einfordert und sagt, mach doch mal ein bisschen was, um es den Ärzten attraktiver zu machen. Die Studenten, die zum Beispiel ihr Blockpraktikum hier machen, die müssen eher irgendwo wohnen, wenn sie nicht von hier kommen. Da müsste die Kommune oder die Stadt oder wer auch immer sagen, wir stellen euch eine Ferienwohnung zur Verfügung. Ja. Ihr kriegt von uns auch noch ein kleines Taschengeld. Und da hat beispielsweise Großheide eine Zusammenarbeit mit dem Altenheim gehabt. Die haben für die Studenten, wenn die hier hospitieren wollten, dann konnten die in einem Altenheim mitwohnen. Umsonst haben Verpflegung gekriegt, sind noch so ein bisschen betüttelt worden von den alten Pflegerinnen. Das ist auch sehr gut angekommen. Also man kann einiges machen. Manchmal ist es ja auch ganz schön, was ich in der Familie noch untergebracht zu werden. Denn dann hat man da ja auch noch die Chance, am Leben, an der Gesellschaft auch daran teilzuhaben, dass man auch weiß, okay, das sind die Themen, die die Menschen dort auch beschäftigen, gerade wenn es um Kinder geht beispielsweise genau. oder das Vereinsleben. Das man kann Kindergartenplätze vermitteln, man kann sagen, wir kümmern uns darum, dass du bevorzugt einen Kindergartenplatz für deine Kinder kriegst, wenn du zu uns kommst. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was die Kommune noch zusätzlich machen könnte. Es könnte alles so einfach sein, da haben Sie recht. Aber genau das war das zum Beispiel auch, was der Heidekreis gemacht hat mit dieser Landpartie und der Zusammenarbeit der MHH. Ist denn das eigentlich, Herr Dr. Bockmann, auch etwas, worauf Sie einfach auch in Gesprächen stoßen mit, sagen wir mal, Verantwortlichen in der Politik, wenn Sie mit denen zu tun haben, dass man sagt, also ihr müsst ein bisschen auch darauf achten, euch noch mehr zu engagieren und einzubringen, wenn ihr hier tatsächlich Landärzte haben wollt? Okay, ganz konkret, also meine Praxis in Timmel, ganz konkret, wir könnten es gar nicht besser haben. In Timmel brauchte ich nur dem Ortsbürgermeister zu sagen, da kommt jetzt ein Student, der muss da jetzt wohnen, in der Ferienwohnung. Das wurde selbstverständlich übernommen und da tue ich mich gar nicht schwer. Unser Bürgermeister der Gemeinde Großefehn steht da absolut dahinter und selbstverständlich auch im Blockpraktikum wird das übernommen und bezahlt. Also da haben wir auch ganz tolle Unterstützung schon und auch der Bürger, also Herr Mein war auch schon bei uns in der Praxis, um mit Studierenden zu sprechen. Nein, da gibt es schon ganz viel Bewusstsein dafür und mit dem familiären Anschluss oder nicht, ich finde das ganz großartig, also bei uns in Timmel, wenn wir dort zum Beispiel eine Ferienwohnung haben im Dorf, wo dann ein Student oder eine Studentin vielleicht sich einquartiert, ein Fahrrad hat, ein bisschen latenten Familienanschluss in der Ferienwohnung und, wenn ich das so sagen darf, gerne auch viel Anschluss an die Familie Bockelmann, aber ich finde das toll, wenn die ganz frei sind von mir, dann können die das ausprobieren. Ich bin da in so einer Gegend mal auch alleine, habe Anschluss, aber ich bin auch immer ganz frei. Ich muss nicht dauernd Danke sagen, dass da jemand noch Tee gekocht hat oder Mittagessen gemacht hat, was meine Frau aber dann wirklich auch natürlich, also wir dann auch gerne anbieten, aber da gibt es auch schon ganz vieles Gutes. Diese Ebene ist ganz wichtig zu bespielen. Gibt es eigentlich schon mittlerweile fahrende, rollende Ärzte, die mit so einem medizinischen Versorgungsmobil unterwegs sind und dann von Dorf zu Dorf fahren? Also das wäre ja nach Berufsordnung verboten. Also wir dürfen unseren Beruf nicht anbieten als fahrendes Gewerbe. Das geht nur, und das ist auch gut so. Es gab mal solche Modelle, aber... Soweit hergeholt ist dieser Gedanke jetzt nicht. Bitte? Soweit hergeholt ist dieser Gedanke nicht. Doch. Also diesen Gedanken kann ich nun überhaupt nicht viel Positives abgewinnen, aber das führt vielleicht hier in der Diskussion ein bisschen weit. Also es gibt solche Versuche auch mit einem Arztmobil, sind aber wieder eingestellt worden. Okay, also die Versuche gab es auf jeden Fall. Gut, hat sie nicht entsprechend bewährt. Gut, man muss andere Wege gehen. Ja, es gibt ganz viele gute Gründe und ganz ehrlich, wir dürfen ja auch den sozialen, gesellschaftspolitischen Druck nicht
geringer machen, unnötig. Wir wollen in diesem Land doch auch Ärzte weiter ausbilden, oder? Die wollen wir doch auch wirklich hier haben. Und nur noch ein Modell und noch ein Modell, damit es noch weniger Ärzte werden dürfen, das dürfen wir doch in gar keinen Fall zulassen. Wir hatten zu Beginn dieser Diskussion heute Abend Herrn Eppmann gehört, der gesagt hat, also wir haben auf der einen Seite die Klinikstrukturen, auf der anderen Seite die niedergelassenen Allgemeinmediziner. Gibt es da eigentlich Formen auch der Zusammenarbeit? Wie passt das zusammen? Kann man das sagen? Da gibt es Gemeinsamkeiten auch, Herr Dr. Faust? Also das ist natürlich relativ vielschichtig. Gemeinsamkeiten geht ja schon los, dass die Allgemeinmediziner zum Teil bei uns ausgebildet werden. Natürlich gibt es Kooperationen. Wir haben Kooperationen, um die gesamte Weiterbildung für Allgemeinmedizin auch vor Ort machen zu können. Das heißt, früher war das ja so, dass die Ärzte in der Weiterbildung am Krankenhaus waren und dann mussten sie sich hinterher noch ein zweites Krankenhaus suchen, weil sie einmal in die innere Medizin mussten, dann in die Chirurgie mussten und dann mussten sie noch in die Praxis, da mussten sie sich wieder was suchen. Das haben wir jetzt alles in Kooperation an einem Ort zusammen. Natürlich gibt es auch mehr oder weniger Kooperationen, was Patientenbetreuung angeht, zwischen den Niedergelassenen und den Krankenhäusern. Und das große Problem ist einfach, dass früher viele Niedergelassene aus den regionalen Krankenhäusern rauskamen und diesen Output bieten wir nicht mehr. Könnte man dann eigentlich sagen, die Allgemeinmedizinerausbildung auch in den Krankenhäusern müsste noch gestärkt werden? Also gestärkt weiß ich nicht. Die Ausbildung in den Krankenhäusern, denke ich, ist schon gut. Das Problem ist eigentlich bei den Medizinern, die dann auch das Interesse für die Allgemeinmedizin haben müssen. An den Universitäten, jetzt mal Oldenburg ausgenommen, aber wir sind ja nun Lehrkrankenhaus von der MH in Hannover und da wird eben von Anfang an werden die Studenten schon viel in diese Spezialitäten reingeguckt, was ausgesprochen interessant natürlich für die ist, wenn sie sich dann da die herzchirurgischen Eingriffe angucken können, dann ist das hochinteressant. Und wenn sie dann nicht als Alternative sehen, wie interessant das auch in der allgemeinmedizinischen Praxis ist, dann kommen die Studenten natürlich gar nicht auf die Idee, Allgemeinmedizin zu machen und gehen dann von Anfang an in die Facharztausbildung in der Viszeralchirurgie oder in der Kardiologie oder sonst wo. Herr Professor Nothwang, das ist aber kompliziert. Da muss ja jetzt gleich zweimal Lust gemacht werden. Nicht? Einmal muss Lust gemacht werden innerhalb des Studiums bereits, als Allgemeinmediziner, wenn möglich, tätig zu werden, denn wir brauchen Allgemeinmediziner, und zum anderen auch noch gleichzeitig die Lust geweckt werden, auf dem Land zu arbeiten. Da sind Professoren auch gefordert, oder? Ja, es geht immer um Vorbildfunktion, das Stichwort ist auch vorhin schon mal gefallen, ich glaube, Herr Bogemann hat es verwendet. Ganz klar, Vorbildfunktion muss sein, daher letztendlich im Masterplan, den Sie auch vorhin erwähnt haben, die Idee, die Allgemeinmedizin auf jeden Fall auch professoral erstmal in die ganzen medizinischen Fakultäten als Element zu integrieren und eben auch dann auch wirklich ein Blockpraktikum und so weiter dort präsent zu halten, dass die Leute wirklich auch sehen, ja, Allgemeinmedizin ist ein interessantes Fach und eben dann aber auch tatsächlich, wie wir das in Oldenburg machen, durch die Hospitation dann auch nochmal wirklich zu den niedergelassenen Allgemeinmedizinerinnen und Medizinern zu gehen und zu sehen, ja, da sehe ich Rollen, Vorbilder, das möchte ich auch machen. Ganz klar, ich glaube, jeder von uns oder jede von hat auch durchaus seine Vorbilder gehabt. Manchmal ist man dem nicht ganz nachgeeifert oder man konnte dann nicht Beatles-Star werden, aber man hat doch irgendwie sich orientiert an gewissen Leitbildern. Ja. Frau Ackermann hat vorhin erzählt in der Diskussion, dass es doch Vorbehalte gibt, sich eben selbstständig zu machen, also aus den unterschiedlichsten Gründen, die Sie anführten. Jetzt hat Birgit Wien sich bei uns gemeldet übers Netz und hat hier etwas ganz Interessantes erzählt. Sie hat nämlich hier geschrieben, warum stellt eigentlich ein ansässiger Hausarzt nicht einfach einen jungen Arzt ein, wenn die Studenten lieber im Angestelltenverhältnis arbeiten, wie in der Diskussion, die Ärzte arbeiten lieber in den Kliniken, also angestellt. Das würde ja auch die Medizin entlasten. So, Herr Dr. Bockelmann, da sind Sie gefordert. Ja, so einfach mit Anstellen eines Arztes, so einfach ist es nicht. Tatsächlich, um einen Arzt einzustellen, dafür muss ein Arztsitz frei sein.
Und da sind Sie bei der Bedarfsplanungsrichtlinie, darüber hat Birgit schon gesprochen. Also da geht es tatsächlich darum, ist ein solcher Platz überhaupt frei? In der Weiterbildung stellen wir natürlich Ärzte quasi ein und das ist auch schon massiv gefördert. Also als Ärztin in Weiterbildung sind Sie bei uns eingestellt oder angestellt und wo auch, das ist schon gut geregelt. Aber als Assistenzarzt sozusagen oder als fertigen Arzt kann ich nicht einfach sagen, so jetzt stelle ich da mal einen ein, weil das muss ja auch bezahlt werden. Und dafür braucht er einen Arztsitz und wenn kein Arztsitz frei ist, das ist relativ kompliziert in der Ärzteschaft, dann geht das nicht so ohne weiteres. Wer entscheidet darüber nachher? Im Grundsätzlichen entscheidet darüber eigentlich, wenn man es ganz zurückführen möchte, entscheiden wir alle darüber, weil der gemeinsame Bundesausschuss als grundsätzlich regelndes, als grundsätzlich regelnde Institution darüber befindet, für wie viele Menschen in Deutschland ein Allgemeinarzt da sein soll oder eine Allgemeinärztin da sein soll. Darüber haben Sie entschieden, qua politisches Votum. Ich gucke mal gerade ins Publikum, war da gerade eine Wortmeldung? Da, ich komme zu Ihnen rüber. So, die Wege in der Kondigierungsschule sind manchmal auch länger. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also dem muss ich ganz heftig widersprechen, von wegen, dass da nur die große Vereinigung darüber zu sprechen hat. Ich habe den Herrn Spahn, unseren Gesundheitsminister, persönlich angeschrieben, bekam auch eine Antwort. Von wem? Aber nicht von ihm persönlich? Vom Büro, seinem Büro. Die haben mir mitgeteilt, aufgrund der vorgegebenen Situation, wir sind hier schon seit Monaten auf der Suche nach einem Hausarzt, wir werden überall abgewiesen, vielleicht gucken wir verkehrt oder was, ich weiß es nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall, auf Ihre Frage, die Antwort, auf Ihre Erklärung, die Antwort, da kam zurück vom Herrn Spahr, also von dem Büro, vom Gesundheitsministerium, zuständig für diese Angelegenheit ist die Kassenärztliche Vereinigung. Wenden Sie sich an die Kassenärztliche Vereinigung. Moment, es geht noch weiter. Und dann habe ich gesagt, was soll ich bei der Kassenärztlichen Vereinigung, wenn ich denen jetzt schreibe, die sagen, der Mann, der ist blöd, der soll die Tagespresse lesen. Da stand nämlich 14 Tage vorher, was der Grund meines Schreibens war, die ärztliche Versorgung in der Stadt Norden ist mit 103% überbelegt. Also es gibt mehr als wie 100%. Und warum werden wir dann, wenn wir beide neu hier zugezogen sind, auf der Suche nach einem Hausarzt überall abgewiesen? Beim dritten oder beim vierten Hausarzt, wo wir die Tür aufgemacht haben, wo die Anmeldung dann ist, guten Tag oder wie man hier sagt, moin, da kam zur Antwort, bitte schön, was kann ich für Sie tun? Sag ich, wir sind neu hinzugezogen hier. Und dann war ich schon fertig. Da kam nämlich sonst sofort, was neu hinzugezogen? Wir nehmen keinen mehr an, wir haben keinen Platz, wir haben ein bisschen überbelegt, unser Arzt weiß sowieso nicht, was er alles machen soll. Auf Wiedersehen. Das haben Sie 4 oder 5 Mal erlebt? 6 Mal. 6 Mal. Und dann, ich glaube, einer von diesen 6 Ärzten hat uns dann eine Liste gegeben, wo dann drin stand, wer eventuell im Umkreis von Norden bis hin nach Emden und bis nach Dornum und überall hin, waren dann Adressen angegeben. Und da sind wir letztlich und endlich von dem Arzt in Dornum angenommen worden, aber mit dem Hinweis, gerne können Sie in die Praxis kommen, gerne behandle ich Sie auch hier, aber falls Sie mal einen Hausbesuch brauchen, das können wir nicht machen. Habe ich gesagt, ja, was soll ich dann da machen, wenn jetzt wirklich mal der Notfall eintritt? Ja, dafür haben wir doch die Notärzte. Rufen Sie den Notarzt an, der kommt Sie holen. Zack. So, jetzt sind Sie dran. Also mit anderen Worten, Sie hatten schon Kaffee auf, bevor Sie ihn getrunken hatten. Ja. Ne? So, 6 Mal. Das ist natürlich wirklich frustrierend. Okay, ich versuche eine Antwort. Ne? Also zum einen zur tatsächlich Situation hier im Norden vor Ort sitzt die Expertin 3 Plätze weiter. Das weiß Birgit Konietzka viel, viel besser als ich. Die Antwort von Herrn Spahn, die muss man wirklich kommentieren. Ja, die Kassenärztliche Vereinigung als Körperschaft öffentlichen Rechts
ist dafür zuständig, diese Dinge zu organisieren. Das stimmt. Aber sie ist als Körperschaft öffentlichen Rechts an eine Gesetzesgrundlage gebunden. Und Herr Spahn würde der Erste sein, der ihr dermaßen was aufs Jack haut, wenn sie sich nicht an Gesetze hält. Und diese Gesetze regeln die Versorgung. Und die KV kann aus dieser Enge nicht ohne weiteres und nicht ohne triftigen Grund aussteigen. Hier im Bereich Altkreis Norden ist tatsächlich noch eine volle Versorgung im Moment einfach gegeben. Und dann geht es nicht so ohne weiteres. Wir haben aktuell, ich komme aus einer Zulassungsausschusssitzung, jetzt gerade, die wir vor einiger Zeit hatten in der Kassenärztlichen Vereinigung, da bin ich Stellvertreter, und da war ein Arzt, der hatte tatsächlich regional jetzt einen Sonderbedarf geltend gemacht, das ist ein anderer Landkreis. Da hat sich die Kassenärztliche Vereinigung auch über dieses Regelwerk hinweggesetzt und lässt auch mal in Einzelfällen tatsächlich Ärzte, die überhaupt da sind, zu. Trotzdem das Regelwerk eigentlich dagegen stände. Aber das zunächst mal auf der politischen Ebene. Herr Spahn hat recht, die KV ist dafür zuständig, aber sie ist nicht im luftleeren Raum zuständig. Ob die Bedarfsplanung so an sich noch richtig ist, darüber hatte Birgit Kronetzka gleich zu Anfang schon gesagt, dass da längst Ramadur gemacht werden müsste. Warum wird denn das nicht getan? Naja, weil die Mühlen da manchmal langsam malen. Da sind die Anforderungen gestiegen. Also Sie würden sagen, eher geht Sylt unter, als dass die das gebacken kriegen mit neuen Zahlen. Eher geht Sylt unter, als dass die das gebacken kriegen mit neuen Zahlen. Das kostet auch Geld, nicht? Also wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen jetzt, und ob es wirklich richtig ist, das kostet, glaube ich, wirklich große Aufwendung, auch an Forschung. Wir wissen ja gar nicht genau, wie viele Ärzte, Entschuldigung, für wie viele Menschen wir brauchen, um ein besseres gesundheitliches Outcome zu haben. Länder kommen mit deutlich weniger Ärzten aus und haben ein besser geranktes Gesundheitssystem. Also die Niederlande. Das würde mich aber jetzt auch nicht beruhigen. So entschuldigen aber Sie, wenn ich Sie da unterbreche, aber wenn ich jetzt in der Situation des Herrn dort wäre und ich würde zu sechs verschiedenen Allgemeinmedizinern gehen und würde jedes Mal abgewiesen werden, weil ich jetzt in diese Region gezogen bin, wo man immer so schön Urlaub macht, würde ich sagen, ihr könnt mich hier mal. Ja, also das ist ja, da können Sie mir zehnmal erzählen, was die Gründe der KV sind, wobei ich wirklich denke, es ist doch wichtig, dann diese Menschen, die Patienten auch ernst zu nehmen. Was kann man denn da tun? Also ich glaube unbedingt, dass die Kollegen hier vor Ort diese Patienten und alle ihre Patienten ernst nehmen. Aber sie können, und das ist auch sehr wichtig, sie können hier nur jeden einzelnen Kollegen, der einen Patienten vielleicht abweist, fragen, warum hast du das gemacht? Und da kann ich nicht und werde ich nicht für die Kollegen sprechen. Das geht nicht. Nee. Aber es ist offenkundig, also Frau Kronetzka, da würde ich gerne Sie jetzt mal aus... Ich sage da gerne noch mal was zu. Ich habe das ja gerade schon gesagt. Das fing damit an, dass wir zwei große Praxen haben, die innerhalb von einem Quartal, also von 3 Monaten von Knall auf Fall zugemacht haben, ohne sich um einen Nachfolger zu kümmern. Der eine Arzt hat bei der Kassenärztlichen Vereinigung angerufen und hat gesagt, ich möchte Ihnen übrigens mitteilen, ich höre morgen auf. Aufgelegt, und damit war das Thema gegessen. In so einer Zeit kann man sich natürlich nicht darum kümmern, dass ein Nachfolger gefunden wird. Und das war gerade das Beispiel aus Großheide, was wir hatten. Das war der Hauptbrennpunkt. Die Gemeinde Großheide hat sich dann eben bemüht, neue Ärzte zu kriegen. Es gab zahlreiche Interessenten, die sind immer wieder abgesprungen. Am Anfang wurden wir Ärzte, die alle schon viele Patienten hatten, damit vertröstet, dass wir doch jetzt diesen kurzzeitigen Notstand auffangen mögen. Das haben wir auch versucht. Solange es ging, bis der Krankenstand bei uns anfing, immer größer zu werden und die ersten Ärzte schwerere Krankheiten hatten und dann gesagt haben, das kann ich auf Dauer nicht leisten. Und wenn man merkt, jetzt fangen die eigenen Patienten an, darunter zu leiden, dass sich zusätzliche Patienten von anderen Praxen, für die ich eigentlich gar keine Zeit habe, mit versorge, dann muss man irgendwann überlegen, was machst du jetzt? Versorgst du alle Patienten schlecht oder die Patienten, die schon seit langer Zeit zu dir kommen, so wie sie es auch in unseren Augen verdient haben? Und so kam das dann, dass mehr und mehr Praxen gesagt haben, wir nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Wäre es denn eigentlich auch die Aufgabe, wenn wir schon von Kommunen sprechen, die gefordert werden, dass Kommunen, sag ich mal, Neubürgern auch gleichzeitig eine Liste mit an die Hand geben, an welche Allgemeinmediziner Sie sich in Ihrer Umgebung wenden können, damit solche Erfahrungen nicht passieren? Fände ich selbstverständlich. Haben wir lange drum gekämpft. Wir haben eine Überlastungsanzeige bei der Kassenärztlichen Vereinigung geschrieben. Das ist offiziell nicht zulässig, weil wir ja nicht angestellt sind. Auf das Thema bin ich ja im Zusammenhang mit MVZ schon mal eingegangen und haben darum gebeten, dass dann wenigstens in irgendeiner Form Hilfestellung angeboten
angeboten wird und die KV und uns zum Beispiel Kollegen benennen, die wollten am Anfang noch nicht mal abfragen, welche Ärzte denn überhaupt noch Patienten nehmen. Das sollten wir dann auch noch regeln. Wenn die Arbeit bis zum Hals schon steht, dann ist es schwierig, noch solche Sachen zusätzlich zu übernehmen. Und ich finde, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Mhm. Es hat aber dann irgendwann eine Umfrage von der Kassenärztlichen Vereinigung gegeben und diese Listen halten wir zum Beispiel in unserer Praxis vor und geben den Patienten das dann auch mit, damit die Patienten wenigstens ein bisschen wissen, wo es weitergeht. Das Problem ist nur, man weiß immer nicht, ob die Liste noch aktuell ist und deshalb tut man sich dann mitunter auch schwer, Patienten damit zu versorgen. Prinzipiell hätte ich aber auch gesagt, müsste man bei der KV nachfragen, welche Praxen denn aktuell noch Patienten aufnehmen. Wobei die Aufnahme natürlich die Versorgung von Patienten als Hausarzt angeht. Ein Notfall dürfen wir nicht abweisen, das tun wir auch nicht. Wir haben heute vielfach gehört, welche Anstrengungen Allgemeinmediziner heutzutage auch akzeptieren müssen in ihrem Beruf. Wir haben jetzt noch ein Thema, das ich gerne heute Abend noch ansprechen möchte, das so am Rande noch eben auch von Ihnen, glaube ich, Frau Knietzka, zur Sprache kam, nämlich das Thema Hausbesuche. Das ist ja auch etwas, was eine zusätzliche Belastung darstellt. Dr. Bockelmann hat schon gesagt, nach dieser Veranstaltung wird er noch einen Hausbesuch wahrnehmen. Wie kann man denn eigentlich auch da Studenten dazu bewegen und zu sagen, das ist etwas, das macht den Reiz des Arztes, des Arztdaseins als Allgemeinmediziner auf dem Land auch aus, dass Hausbesuche möglicherweise auch dazugehören, dieser direkte Kontakt, unmittelbare Kontakt? Ja, also das ist so ziemlich das Einfachste, was geht. Sie nehmen den Studierenden oder den angehenden Arzt mit und zeigen ihm die Patientenwelt. Und in dem unmittelbaren Verstehen, wer mein Gegenüber ist, geht einem einfach das Herz auf und das ist ganz einfach. Also wie kann man das überhaupt, das ist ganz leicht. Nur die Probleme sind ja andere dabei. Die Probleme dahinter sind die Fragen dann der Ressourcen von Zeit und wie viel schaffe ich davon denn? Aber bitte den Hausbesuch als Werkzeug allgemeinmedizinischer hausärztlicher Tätigkeit attraktiv zu machen, Entschuldigung, das ist total einfach. Also Ihre Frage ist, aber das meinten Sie, glaube ich, nicht, ne? Das ist wirklich das Einfachste von der Welt. Ich muss einen Studierenden nur mitnehmen. Also wenn Sie wollen, kann ich Sie mitnehmen, dann wollen Sie es auch sofort machen. Das glaube ich Ihnen sofort, Ich wechsle den Beruf und studiere dann fortan. Aber studiere Medizin mit dem Ziel, als Allgemeinmediziner tätig zu werden. Aber es geht eben einfach wirklich darum, ob das tun, was ein Hausarzt tun kann, ob wir das wirklich also sozusagen fördern, ob wir das wirklich wollen. Und dazu brauchen wir eine ganze Menge von Maßnahmen bestimmt in absehbarer Zeit. Und wenn ich das nur einmal sagen darf, weil es mir wirklich hier also in der Region auf am Herzen liegt. Und natürlich brauchen wir auch in diesem Bild, also auch zwischen Krankenhaus und Hausarzt, auch eine Veränderung. Also wenn wir hier latenten Ärztemangel haben, brauchen wir Ärzte hierher. Die müssen hier gut ausgebildet werden können, das hat der Faust gesagt. Und zwar, sie müssen ausgebildet werden für das, worum es geht. Und es geht nämlich um kranke Menschen. Und welche Menschen sind heute wirklich, wirklich krank? Definitiv nicht der den Zehennagel mal gerade kaputt hat. Und bestimmt möglicherweise noch nicht mal der, bei dem Herr Faust einen geplanten Eingriff wie eine Gallenblase rauszumachen vornimmt. Das ist alles gut zu managen. Aber der älter ist, der unklar jetzt ist, der möglicherweise hat er jetzt so eine Art Blutvergiftung oder ist er durcheinander, weil er was anderes hat, oder ist er schon immer dement oder was ist es? Also der unklar krank ist, der jetzt viel Kompetenz von vielfältiger Seite um sich herum braucht, der braucht eine integrierende Medizin, die vor Ort gebracht werden kann und das geht nur in einem guten stationären Setting. Und dieses stationäre Setting, das wird auch in der Lage sein, wieder allgemeine Ärzte auszubilden, die genau das jeden Tag machen müssen, nämlich integrieren. Und das ist ja auch der Wunsch, auch junger Ärzte einfach miteinander zu arbeiten, weil es den modernen Anforderungen kranker Patienten erst gerecht wird. Denn solange sie noch rumlaufen können, Entschuldigung, jetzt bin ich ganz frech, ne, und bei 6 Leuten klingeln können, solange haben wir noch kein Problem. Na, das ist aber sehr salopp ganz ausgedrückt. Grob, ne? Das ist aber sehr salopp jetzt ausgedrückt. Aber ich wollte deutlich machen, wo das entscheidende Problem ist. Das entscheidende Problem fängt für Sie an, und das stimmt, dann, wenn Sie krank sind, dass Sie dann jemanden gefunden haben. Und darum suchen Sie jetzt. Und das ist so richtig wie nur irgendwas. Ja. Und in dem, was sich anbahnen kann, in dem jetzt kennenlernen, was passieren kann, dann werden Sie aufgehoben sein in der hausärztlichen Versorgung. Und dafür brauchen wir einfach
Hausärzte und auch ein gutes Setting für Hausärzte. So, eine Sekunde. Jetzt geht es aber los hier. So, die Dame dort, dann gehe ich hier weiter. Darf ich mal ganz kurz? Ich möchte das gerne noch einschieben. Passt eigentlich zum vorherigen Thema, aber Sie kommen da gerade drauf zurück. In meiner Familie, meine Mutter gerade, die ist über 80, ist zu ihrer Hausärztin gegangen, wo sie 3 Jahre Gott sei Dank nicht hin brauchte, weil sie ja einigermaßen gesund war. Und sie ist nicht mal nach dem Namen gefragt worden, sie ist nach dem Alter gefragt worden und hat keinen Termin gekriegt. Sie durfte nochmal wiederkommen, um nochmal nachzufragen. Sie ist wieder nach dem Alter gefragt worden. Sie hat da keinen Termin mehr gekriegt. Ich habe das mal so weiter erzählt. Das geht auch schon nach einem halben Jahr, dass man dann keinen Termin mehr bekommt. Ich finde, das ist ein Hammer. Stadt war das? Hier. Im Norden. Ja. Kann man so bestätigen. Und was ich auch nochmal anbringen möchte, zu dem, eben was ich eben gesagt habe. Ich habe stationär gearbeitet, teilstationär und ambulant gearbeitet in meinem Beruf als Altenpfleger. Bin ausgebildet worden vom 2. Studiengang der Universität Oldenburg in Delmenhorst. Das heißt also hier für die Region habe ich schon damals, das hat bis heute angehalten, das Fingerspitzengefühl bekommen. Ich komme aus NRW, aus Krefeld, aus der Hochburg der Kliniken und bin jetzt in Ostfriesland und ich fühle mich hier pudelwohl, besonders mit der Ausbildung, die ich damals aus Oldenburg bekommen habe von der Universität. Das war der 2. Studiengang Pflegewissenschaften und ich war einer der ersten Altenpfleger, der das dann in Delmenhorst genießen durfte. Das hat bis heute angehalten, wollte ich nochmal sagen. Ich wollte mal auf die knappe Situation der Hausärzte zurückkommen, was ja auch mit den vielen Suchen zu tun gehabt. Ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Was mir nun hier heute Abend aufgefallen ist bei der Problembeschreibung, ist, dass wir ja hier jedes Jahr viel, viel mehr Leute haben, als eigentlich hier wohnen. Also die Urlauber, die hierher kommen, sind ja ein paar hunderttausend. Wie wirkt sich das denn in der Haushaltspraxis aus? Wie wirkt sich das aus? Können Sie das sagen? Wer kann das... Dazu in der Hausarztpraxis wirkt sich das so aus, dass wir viel Arbeit haben. Im Bereitschaftsdienst merkt man es noch mehr, wenn man am Krankenhaus diesen Bereitschaft, den hausärztlichen, eigentlich ja hausärztlich gestalteten Bereitschaftsdienst leistet. In der Bedarfsplanung überhaupt nicht. Eine Nachfrage noch? Wird diese Tatsache, dass wir eine Urlauberregion sind mit ein paar hunderttausend Gästen jedes Jahr, wird das auch in dieser Statistik vom KV mit berechnet? Das fällt unter den Tisch, habe ich schon öfter angeprangert, aber bisher sind wir beim Gesundheitsministerium nicht auf Gehör gestoßen. Das verfälscht auch ein wenig die Statistik. Und das mit dem Alter, können Sie das nachvollziehen, Herr Dr. Bockelmann, dass das Alter ein Argument ist, einen Patienten möglicherweise nicht zu behandeln? Aus dem Publikum? Ob ich das nachvollziehen kann, für mich nein. Eine Unart. Also ich kann, wie gesagt, nur begrenzt für andere sprechen und für andere Gründe sprechen, aber es ist ein völliges No-Go. Es ist in der Tat ein unglaubliches Problem. Also der Befund ist schon so. Wir sind wenig Ärzte und obwohl wir vielleicht latent in Deutschland viel haben, aber für die Menge der Probleme, die uns zugetragen werden, sind wir wenig. Und Birgit und ich, wir wissen im Grunde für unsere eigene Perspektive nicht ganz genau, wie wir damit umgehen werden und immer weiter umgehen können. Das eine ist, wir machen die Schotten dicht und lassen dann niemanden rein. Wir könnten dann ja auch, jetzt bin ich ganz hässlich, sagen, alle Blonden oder so dürfen nicht mehr oder irgend so ein Quatsch. Ne? Aber eigentlich geht das gar nicht. Das empfinde ich zutiefst und das ist ein wirkliches, auch ethisches Dilemma. Soll ich jemandem sagen, du darfst nicht kommen? Ich komme aus der Region. Soll ich der Mutter meines Klassenkameraden aus der 3. Klasse sagen, nein? Zu den Aufgaben eines Hausarztes sehe ich aber auch, dass da kommt ja auch der soziale Aspekt noch mit rein. Ich weiß von meinen Nachbarn, die irgendwie 80 waren, Donnerstag Nachmittag durfte ich nicht hinkommen, weil der Herr Doktor kam, Blutmaß und den Zucker bestimmte. Das war für sie ein Gesprächsnachmittag, den sie brauchten. Ist es da nicht angesagt, dass man da irgendwie Personal schafft, die, sagen wir mal, einfach vereinsamte ältere Menschen betreuen, dass man in der Woche nicht, dass der Hausarzt da hingehen muss, den Blutdruck messen muss, sondern dass man eine Person hat, die auch nicht so hoch dotiert wird, dass man so eine... Ich meine auch, der Hausarzt hat auch diesen sozialen Aspekt, der ist unheimlich wichtig. Was würden Sie dazu sagen, Frau Ackermann?
Kollegin hat es ja schon angesprochen, die Vera, also das heißt die spezialisierte Schwester oder der spezialisierte Pfleger, der dafür extra zusätzlich ausgebildet wird und nach Hause geht und eben bestimmte Patientengruppen extra versorgt. Also gibt es. Ganz wichtig, die gibt es. Zu wenig, denke ich noch. Ich kenne mich im ambulanten Bereich da nicht ganz so aus, aber definitiv zu wenig und muss gefördert werden und finde ich ganz wichtig. Und auch, wie Sie schon sagen, das persönliche, der persönliche Kontakt des Patienten und des Arztes, der ist einfach wichtig. Ich muss noch mal eine Spitze loswerden zu der Bemerkung hochdotiert. Wir bekommen für einen Hausbesuch 25 Euro. Für das Geld kommt kein Klempner. Okay. Sie hat noch eine Frage. Ja, es ist ja auch so, dass es, hier hört sich das ja so an, dass nur Zugezogene hier keine Ärzte bekommen. Viel schlimmer finde ich auch, wir haben hier genug chronisch kranke Patienten, die haben dann keinen Hausarzt, weil der Hausarzt auf Rente gegangen ist. Und da ist das ein ganz, ganz großes Problem. Und dadurch ist es halt auch häufig so, dass diese Patienten dann gleich ins Krankenhaus gehen. Ne? Können Sie das bestätigen, Herr Dr. Faust? Also das ist ja nun auch lange genug in der letzten Zeit durch die Presse gegangen. Die Notaufnahmen in den Krankenhäusern laufen ja überall über, weil eben solche Patienten da hinkommen. Wobei ich von der Erfahrung aus den Notaufnahmen eher nicht die chronisch Kranken sehen würde, weil die in der Regel doch die Anbindung über viele Jahre an den Hausarzt haben, sondern es eher die Jüngeren sind, die mal jetzt eine akute Erkrankung haben und dann eben mal eben schnell in die Notaufnahme gehen. Es sind eigentlich weniger die chronisch Kranken, aber die Notaufnahmen laufen aus diesen Gründen überall über und es wird versucht, da dem Abhilfe zu schaffen mit verschiedenen Modellen. Man muss sehen, wie das weitergeht. Wir gehen mal davon aus, dass wir hier, wenn es ein solches Zentralklinikum geben sollte, dass wir hier eine Attraktivität für viele Mediziner darstellen, um auch hierher zu kommen, um hier tätig zu werden. Inwiefern könnte diese Situation, vielleicht könnten Sie das nochmal untermauern, mit einem Zentralklinikum den Landärztemangel nicht unbedingt auffangen, aber zumindest ein wenig abschwächen und entlasten? Man hat damit die Chance, überhaupt erstmal noch junge Ärzte hier in die Region zu kriegen. Und dann muss man natürlich sehen, einmal, dass man sie dann eben auch für die Allgemeinmedizin begeistert, wenn das im Studium noch nicht passiert ist. Und zum anderen hat man dann eben auch Zeit, während dieser Facharztausbildung sie von der Attraktivität der Region hier zu überzeugen, dass sie dann noch hier bleiben. Und dann wir wieder in diesen Modus kommen, Ausbildung an der Klinik und dann in der Umgebung der Klinik sich niederzulassen, was im Moment nicht mehr funktioniert. Das Zentralklinikum als Chance in diesem Zusammenhang, auch aus Ihrer Sicht, Herr Professor Notwang? Würde ich auch so unterschreiben, was gerade gesagt worden ist von Herrn Faust, und ich würde vielleicht auch noch den Aspekt reinbringen, dass natürlich auch gerade die Ärzte und Ärztinnen sehr gut beurteilen können, die Leistungsfähigkeit eines Krankenhauses. Und die Versorgung, die medizinische Versorgung für sich, für ihre Familie, für ihre Kinder spielt auch eine ganz essentielle Rolle. Wenn sie da ein attraktives Angebot vorhalten, kann es ihrer Region nur gut tun. Das ist einer der Effekte, die eben dazu sorgen. Und was wir vorhin mal angesprochen haben, dieser Klebeeffekt. Ich glaube eben auch tatsächlich, dass der Klebeeffekt, dass also Ärzte und Ärztinnen dann in der Region, in der sie ausgebildet werden, aus familiären Gründen und so weiter, sich in der Nähe niederlassen, eben eher auf der Weiterbildungsebene stattfindet als bei den Studierenden, die eine deutlich höhere Mobilität nochmal haben. Und sicherlich würde ich annehmen, dass dadurch auch nochmal eben die Ärzte, die dann in dieses neue Klinikum kommen würden zur Weiterbildung, da greifen sie wahrscheinlich mehr sogar ab als von den Studierenden in Oldenburg. Ich möchte gleich bei Ihnen noch einmal bleiben. Aber ich, ja, tschüss. Oder wir machen wahrscheinlich noch zum Schluss ein Statement, oder? Ja, ich wollte Sie gleich danach noch fragen, ja? Dann bleibe ich nämlich auch gleich bei Ihnen. Wir haben ja nun die vielfältigsten Punkte heute diesen fast 2 Stunden angesprochen. Überlegungen auch, Chancen abgewogen, was gegen einen Landärztemangel getan werden kann, wie dem auch entgegengetreten werden kann. Was ist am wichtigsten aus Ihrer Sicht? Ich glaube wirklich, das ist dieses Berufsfeld kennenzulernen aus eigener Anschauung. Und wirklich zu sehen, was sich an Faszination dahinter verbirgt, wäre mein einfaches Statement. Okay. Herr Dr. Bockelmann, was muss getan werden,
um das Problem des Landärztemangels in den Griff zu bekommen? Ein einzelnes Werkzeug, das habe ich ein paar Mal gesagt, gibt es nicht. Im Grundsätzlichen aber kann ich Herrn Notwang nur vollumfänglich zustimmen. Wenn wir jungen angehenden Ärztinnen und Ärzten als Studierenden und dann jung in ihrer Weiterbildung zeigen können, was es für ein faszinierendes Fach sein kann, dann ist das der Hebel. Und dafür brauchen wir ganz viel Feld, aber wir brauchen dabei immer, und das möchte ich ganz gerne begleiten, auch von vornherein sagen, aber bitte, die Allgemeinmedizin ist eine Spielform von Medizin. Da gibt es auch noch andere. Oh, das ist mein Telefon. Das klingt schon mal sehr spannend, von der Melodie her. Ich gehe dir nochmal, wir wollen ja jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sonst hätten wir noch gewartet und Sie hätten schön grüßen können von uns. Aber das geht in seine Beurteilung rein. Bitte was? Das geht in seine Beurteilung rein. Okay, es ist der Patient, wo ich noch hin muss. Alles klar, gut. Okay, vielen herzlichen Dank. Frau Ackermann, wenn Sie das jetzt aus Ihrer Sicht einmal schildern sollten, Sie haben ja nun uns auch von Ihren Erfahrungen geschildert, auch wie wichtig Ihnen auch das Privatleben ist, bewusste Entscheidungen eben auch. Ihr Mann und Ihr Kind waren hier, als Sie denn in Hannover studierten. Sie sind hier zurückgekehrt, jetzt als Assistenzärztin. Wie kann man dem Landärztemangel begegnen aus Ihrer Sicht? Im Prinzip habe ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Also es attraktiv machen, bereits im Studium die Studenten an die Hand nehmen. Allgemeinmedizin als Fach ist ja. Die Blockpraktika haben mich persönlich überzeugt. Ich habe eins unter anderem in Emden gemacht bei einem Kollegen. Bin auf dem Motorrad hinten auf dem Sozius zur Hausbesuch gefahren. Fand ich total spannend. Vielleicht ein zusätzlicher Anreiz, vielleicht muss man auch damit werden. Aber das meine ich damit, dass man halt so angebunden wird. Ja, genau. Ja, und hiesig in den Krankenhäusern oder im Zentralklinikum eine bessere Facharztausbildung beziehungsweise die Möglichkeit einer Facharztausbildung, eine bessere, breitere medizinische und gute medizinische Versorgung, um eben auch junge Ärzte hierher zu holen und hier zu halten. Mhm. Birgit Kunjetzka, nicht nur als Fachärztin für Allgemeinmedizin, sondern ja auch als Vorsitzende des Bezirksverbands Aurich, des Hausärzteverbandes hier in Niedersachsen. Ihr Statement. Also ich glaube, Allgemeinmedizin machen zu wollen, das muss an der Uni vermittelt werden und das kann durch Blockpraktika geschehen. Auch das hat bei mir die Leidenschaft für Allgemeinmedizin mal geweckt im Studium. Aber um aufs Land zu gehen, da denke ich, müssen die Kommunen kreativ werben und man muss auch den Ärzten, die vielleicht gerne kommen würden, auch so ein kleines bisschen, auch wenn sich das blöd anhört, den roten Teppich ausrollen, ihnen helfen bei Kindergartenplätzen, bei der Praxisraumbeschaffung, bei der Wohnraumbeschaffung, vielleicht auch mal ein Jahr Mitgliedschaft im Golfclub oder was auch immer finanzieren als kleines Bonbon. Man kann ja klein anfangen mit Minigolfclub. Man muss einfach Marketing, ja, man muss einfach, ja, wir haben ja in Lütetsburg auch die Möglichkeit, man muss einfach ein bisschen Marketing machen und das könnte man noch ein bisschen verbessern. Okay. Herr Dr. Faust. Darf ich noch ganz kurz? Ja, selbstverständlich. Das Stipendium ist ja nicht so unterschlagen und da bin ich ja eigentlich als Prototyp und Positivbeispiel ja eigentlich auch hier. Das heißt, ich habe ja für die UEK letztendlich Medizin studiert, beziehungsweise nicht für die UEK, für mich, aber im Rahmen eines Stipendiums gemeinsam als Win-Win-Situation für das Krankenhaus und für mich. Das heißt, ich habe einen Job, kann hier bleiben und das Krankenhaus hat einen Arzt. Auch eine Idee. Herr Dr. Faust. Ich würde ganz gern, weil ich hatte so den Eindruck, dass wenn wir Babyboomer über die junge Ärztegeneration sprechen, dann kommt das immer so ein bisschen negativ rüber, wenn das heißt, die wollen nur die Work-Life-Balance. Die jungen Ärzte, die haben schon auch eine Berufung. Nur die Berufung geht nicht mehr rund um die Uhr, wie das bei uns damals war. Also sie kriegen auch mit den jungen Ärzten gute Ärzte, die hier die Region vernünftig auch versorgen können. Nur da spielt eben die Familie auch eine gewisse Rolle. Das heißt, die stehen ihnen nicht mehr rund um die Uhr zur Verfügung. Das ist das eine. Das andere ist, wie schon gesagt, das ist eine vielfältige Sache. Wir müssen hier Strukturen schaffen. In allen Bereichen, im Krankenhaus, im niedergelassenen Bereich, in den Kommunen,
die für diese Ärzte attraktiv sind, denn wir haben eine Situation, dass die sich überall in Deutschland die Stelle aussuchen können. Und da müssen wir konkurrieren mit allen anderen Regionen und wir müssen einfach in allen Bereichen attraktiver sein, dann kriegen wir es auch hier hin. Herzlichen Dank. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Eppmann, als Geschäftsführer der Trägergesellschaft, was nehmen Sie denn eigentlich mit aus dieser heutigen Diskussion? Das Zentralklinikum ist wichtig, haben wir gehört, in jederlei Hinsicht. Naja, nun möchte ich gar nicht immer in den Verdacht geraten, alles in Sachen Zentralklinikum instrumentalisieren zu wollen. Darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Ich möchte mich zunächst mal bei Ihnen für einen auch für mich außerordentlich spannenden Abend bedanken. Und das meine ich auch so. Viele Aspekte waren mir durchaus bekannt, aber längst nicht alle. Und dieses Zusammenwirken zwischen Attraktivität Region, Attraktivität Krankenhaus und Attraktivität eines Berufes und einer Berufung, finde ich, haben Sie ganz exzellent beschrieben. Und dafür möchte ich einfach Dankeschön sagen. Ich glaube, dass unsere Zuhörer, wir aber auch, also hier im Saal, aber auch im Zweifel, wie sagen Sie immer so schön, zu Hause an dem Bildschirm, so heißt das, glaube ich, ihre eigenen Rückschlüsse daraus ziehen können und werden, was das im Tätigwerden hier vor Ort bedeutet. Und diese Form der Versachlichung in der Diskussion, herzlichen Dank einfach von unserer Seite dafür, auch im Namen von Frau Dr. Gesang, denn wir müssen uns mit diesem Thema intensiv beschäftigen, denn auch Krankenhäuser haben wie niedergelassene Ärzte einen Versorgungsauftrag, nicht nur für die hier lebenden Menschen, auch für die Touristen, und den möchten wir so gut wie möglich auch in Zukunft abbilden. Danke. Danke, Herr Eppmann. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, danke Ihnen zu Hause auch für Ihr Interesse. Wir sehen uns wieder zum vierten Gesundheitsdialog Nordwest, dann am 25. April, dann sind wir wieder in der Emder Alasko-Bibliothek zu Gast. Das Thema Ethik und Wirtschaftlichkeit, Widerspruch im Klinikalltag. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und auf Sie. Ich bin Lars Kors, uns allen einen schönen Abend. Applaus